Endlich, es donnert. Herrlich. Ein reinigendes Gewitter, Fluch der Götter oder das letzte Anzeichen des Klimawandels. Herzlich willkommen zur Wahnsinn trifft Methode. Es geht heute bei uns um den Himmel, Himmel, Arsch und Zwirn. Himmel, Arsch und Zwirn, eine Triade, ein Flug, alles Mögliche. Wir sind im dritten Jahr und wir wollen jedes Jahr mindestens drei Begriffe, die was miteinander zu tun haben. Himmel, Arsch und Zwirn. Nun gut, wir werden sehen. Hat Himmel, Arsch und Zwirn was mit dir zu tun? Mit mir? Nein. Manchmal ist man dem Himmel nah. Dem siebten vielleicht. Ich meine, ist ja ein starker Fluch. Muss ein Unipräsident immer die Kontenance bewahren oder darfst du auch mal so richtig auf die Pauke hauen? Eher nicht. Und wenn, dann tue ich das eher in einer Familiensprache und die ist niederländisch und heißt Hoffedammer. Hoffedammer. Und was heißt das? Das heißt verdammt nochmal, Gott verdammt nochmal, sowas Ähnliches, oder? Es geht heute bei uns um den Himmel und Sie kennen uns vielleicht schon, wer uns noch nicht kennt. Es geht um Wahnsinn trifft Methode, Wissenschaft trifft den Wahnsinn Wirklichkeit. Und wie wahnsinnig die Wirklichkeit mit Sachen Himmel sein kann, das werden wir heute hier erleben. Hinter uns wird nämlich heute für Sie live in Farbe gemalt. Das ist Mariano Larondo von der Hamburgischen Staatsoper, ein ganz besonderer Bühnenmaler. Und Wolken, habe ich mir sagen lassen, sind besonders schwer. Erstmal bitte einen sehr großen Applaus für Mariano Larondo. Mariano, vielleicht können wir einmal kurz zeigen, wie es am Ende aussehen soll. So in etwa sieht Ihr Himmel aus. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in den nächsten anderthalb Stunden schaffen. Es ist vor allen Dingen ein sehr heißer Himmel. Ein Himmel, bei dem man auch schwitzt. Und Sie kommen eigentlich aus Argentinien. Ja. Ist das ein argentinischer Himmel? Ja, ich denke schon, weil in Buenos Aires der Himmel oft blau ist und ja. Ein bisschen Wolken schon auch. Und Sie haben diese Vorgabe, die Sie genau sozusagen umsetzen müssen. Was ist das Schwierige? Wolken sollen besonders schwierig sein. Ja, es soll leicht aussehen und nicht so gemalt. Aber in diesem Fall werden sich gemalt aussehen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Und dann hier zu malen ist nicht so einfach. Also, ständig unter Beobachtung. Ja, das kenne ich nicht. An der Oper ist ganz anders. Also keine Gewitterwolken, sondern leichte Zirruswolken, die schönes Wetter zeigen. Ja. Ein Gewitter bekommen wir vielleicht noch, wer weiß. Ja. Wir sprechen nachher noch über Wolken. Es gibt nämlich tatsächlich in Großbritannien die Cloud Appreciation Society, also die Wolkenwürdigungsgesellschaft, wo anders als in Großbritannien könnte es die geben. Und die haben sehr unterschiedliche Wolken im Programm, vergleichen wir nachher nochmal. Aber wir haben vor allen Dingen tolle Gäste, die heute bei uns sind. Und wir fangen mal mit dem Ersten an. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Sky Dumont, der den Himmel im Namen trägt. Ja, und der Zweite ist ein Wissenschaftler. Das ist Peter Hauschild, ein Professor für Astronomie, der sehr weit in den Himmel schauen kann. Wir sind neugierig, wie weit und was wir lernen. Außerdem ist eine Frau extra für uns sozusagen heute in Hamburg gelandet, eine der wenigen Pilotinnen, die wir in Deutschland am Himmel haben, Ute Hölscher. Und die ist so mutig, die lässt sogar Fremde in ihr Cockpit und überlässt ihnen das Steuer und bringt auch Menschen, die nichts sehen können, das Fliegen bei, zumindest das Gefühl, wie es ist zu fliegen. Herzlich willkommen, Ute Hölscher. Ja, und dann sind wir wieder bei der Wissenschaft, einer ganz besonderen Wissenschaft, der Theologie nämlich. Heute ist Hans-Martin Gutmann bei uns. Er ist Theologieprofessor für praktische Theologie und gleichzeitig der Universitätsprediger. Und nicht nur das, sondern auch jemand, der heute zusammen mit einem Kollegen Musik für uns macht. Außerdem ist diejenige hier, die sozusagen diese Wolken in Auftrag gegeben hat oder normalerweise in Auftrag gibt. Und sie hat schon sehr viele unterschiedliche Weisen des Himmels auf der Bühne erlebt und sie auf die Bühne gebracht. Sie ist die Leiterin der Dekorationswerkstätten der Hamburgischen Staatsoper. Bitte begrüßen Sie sehr herzlich Stefanie Braun. Und Sie sehen, wir sind gut ausgestattet. Im Moment sagt das Thermometer, glaube ich, so um die 30 Grad in diesem Raum. Sobald Ihnen irgendwie heiß ist, bitte einfach die Hand heben. Wir haben hier Schüsseln mit Tüchern bereit. Also wir könnten dann gemeinsam aufstehen und
Prüfst du schon mal, ist was drin? Ja. Es ist sehr kalt, ja. Wir können auch hier in die Runde geben, also sobald jemand schreit, werden die Würfe geworfen und die Tücher stehen bereit. Ganz kurze erste Frage an Sie alle. Bitte nur ein Wort als Antwort. Was ist für Sie der siebte Himmel? Ein Wort. Fang du doch mal an. Ich soll damit anfangen? Mhm. Oh Gott, das ist dünne Suppe. Warum das denn? Ich finde, solche Himmel wirken dünn, leicht und vielleicht wie dünne, etwas zu dünne Suppe. Okay. Aber nicht der siebte Himmel natürlich, das ist was Besonderes. Aber wir wollten nur ein Wort sagen. Musik. Sehr gut. Luftraum Alpha. Okay, da kommen wir später nochmal drauf. Schweigen. Das wird heute schwer, aber wir versuchen es. Deswegen ist es ja der siebte Himmel, wenn man reden muss. Es funktioniert. Very good. Glück ist gut. Glück. Das sind zwei Worte. Ekstase. Okay, go ahead. Wenn wir bei der Ekstase schon sind, Frau Hölscher, Sie waren eigentlich nicht von Anfang an Pilotin. Es war nicht so klassisch. Sie haben gesagt, als kleines Kind, ich will mal Pilotin werden und das funktioniert. Wie sind Sie in diesen, sagen wir mal, ich weiß nicht, ist es überhaupt ein ekstatischer Zustand für Sie, wenn Sie am Himmel sind, also zumindest so semi-ekstatisch? Ja, das könnte man schon so bezeichnen, wenn man ab und zu da seine Flüge tätigt. Aber das war wirklich nicht von Anfang an so bei mir. Ich bin während meines Studienjahre mal als Flugbegleiterin tätig gewesen und habe da die Faszination des Startens und des Landens eigentlich kennengelernt. Das war für mich immer ganz toll, aus dem Fenster zu schauen und das Flugzeug landen und starten zu sehen. Die Gäste schweigen. Und die Gäste schweigen, ja, das war auch immer ganz angenehm dann in den Situationen. Und ich bin eigentlich nie auf die Idee gekommen, selber mal einen Flugschein zu machen hier in Deutschland. Ich habe dann einige Jahre in den USA verbracht, war dort tätig und dort ist das Fliegen etwas normaler, etwas gewöhnlicher, als es vielleicht auch hier in Europa ist. Weniger Regularien und da hat es mich dann gepackt. Aber da habe ich auch erstmal ein bisschen gesucht, Segelflug ausprobiert, ein bisschen Fallschirmsprung ausprobiert. Das hat es nicht so gebracht. Und als ich das einmal in einem kleinen Flugzeug saß, was ein Segelflugzeug gezogen hat, da habe ich gedacht, das muss es sein. Und dann habe ich mal einen Schnupperflug besucht oder einen Schnupperflug gemacht an einer Flugschule, die ich besucht habe. Und da hat es mich gepackt. Das war sehr schön. In Amerika ist es immer ganz gut, dass man wird sehr motiviert von den Fluglehrern, der neben mir saß. Die sagen quasi von Anfang an, du kannst das? Oder wie die sagen heißt? Ungefähr von Anfang an, du kannst das. Die setzen dich ins Flugzeug und setzen sich neben dich und sagen, jetzt starte du mal. Dann drückst du den Knopf und dann nimmst du das Steuerhorn in die Hand. Du merkst nicht, dass sie das selber machen. Du hast selber das Gefühl, dass es seine Aktion ist. So funktioniert das. Machen Sie das auch so mit Ihren Schülern? Das mache ich zum Teil jetzt mittlerweile auch so, ja, weil ich jetzt in der gleichen Situation bin als Fluglehrerin. Und um die Motivation zu fördern und die Begeisterung zu fördern, die ich gerne teilen möchte mit meinen Flugschülern, versuche ich das immer zu vermitteln, dass es sehr eigenständig gemacht wird. Das ist der Augenblick, wann die Flugschüler alleine fliegen dürfen und sie anfangen, Butterbrote auszupacken und sie zu essen? Oder? Das kommt so ein bisschen drauf an, das kann sehr schnell gehen, schon nach 5, 6, 7 Flugstunden zum Teil. Dann sitze ich wirklich so ganz gemütlich daneben, weil das Vertrauen dann eigentlich auch schon aufgebaut ist in die Flugschüler. Mhm. Kann auch ein bisschen länger dauern, aber es ist in einer relativ frühen Phase, damit das Selbstbewusstsein gesteigert wird, so ein Flugzeug auch mal alleine zu fliegen. Wäre jeder von uns in der Runde tauglich oder würden Sie sagen, der, ich weiß nicht? Da muss ich jetzt mal in die Runde schauen. Schweigen ist wahrscheinlich schwierig, aber man muss ja wahrscheinlich ständig miteinander sprechen. Ne? Oder haben Sie einen Pilotenschein, Herr Dumont? Nein. Warum dieses entsetzte Lachen? Haben Sie Flugangst? Nicht entsetztes, amüsiertes Lachen. Weil wenn man einen Rechtsanwalt spielt, dann ist man ein Rechtsanwalt. Und wenn man einen Bösewicht spielt, ist man ein Bösewicht. Und wenn man einen Snob spielt, ist man ein Snob. Das ist alles nicht wahr, was Schauspieler. Deswegen, ich habe einen Piloten gespielt und ich wurde angefragt, ob ich denn einen Pilotenschein hätte. Fasziniert Sie das? Haben Sie Lust? Hätten Sie Lust dazu? Nein, es amüsiert. Fliegen, ja. Absolut, absolut. Aber da muss man, glaube ich, ziemlich schlau sein und sich viele Dinge merken. Und ich weiß nicht mal, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Das kann ich nicht so unbedingt bestätigen, das mit dem Schlausein. Ja. Also es können, meiner Meinung nach, können sehr, sehr viele Menschen das Fliegen lernen. Es ist nicht schwer, es ist viel zu lernen, viel Theorie zu lernen dabei. Aber das Fliegen, wenn die Tauglichkeit da ist, die medizinische Tauglichkeit, was ich jetzt hier nicht so beurteilen kann, dann ist es eigentlich nicht so schwierig. Ich kann Ihnen gerne einen Schnupperflug anbieten. Dinge merken. Können Sie sagen, ob wir beide eine Chance hätten, noch einen Flugschein zu machen? Wir haben festgestellt, was wollen Sie damit sagen? Vom selben.
Zusammen. Ist ja gut. Ich sage immer, das Fliegen kennt keine Altersgrenzen. Okay, ja. Man muss dazu sagen, Sky Dumont hat gerade dieses Buch, beziehungsweise, ich weiß nicht, es ist schon eine Weile, glaube ich, da stehe ich jetzt unter Denkmalschutz geschrieben, da geht es ums Älterwerden. Sonst hätten wir das natürlich gar nicht angesprochen, wenn Sie es nicht selber getan hätten. Aber es ist offenbar beim Fliegen gar kein Problem. Also es ist immer noch möglich. Ich glaube, ihr seid sogar derselbe Jahrgang, ne? So ist es, ja. Schweigen, okay, das habe ich verstanden. Nein, aber Schweigen ist was Schönes, weil Sie, Mukil, was gibt es Schöneres, als mit einem Menschen, mit dem man sich gut versteht, ich habe fast ehrlich gesagt, den man liebt, einfach da zu sitzen, aufs Meer zu gucken und zu schweigen. Machen Sie das oft? Das ist eine sehr große Frage jetzt, die ich eigentlich lieber nicht beantworten möchte. Aber Schweigen kann was sehr Schönes sein. Und das muss man können. Und das funktioniert auch nur bei Menschen, die sich mögen, verstehen. Professor Hauschild, sind Sie der Typ, der schweigt? Sie haben mir richtig Tränen in den Augen jetzt, gell, Frau Röhr. Eigentlich eher, meine Frau redet mehr als ich, um es mal so vorsichtig auszudrücken, ja. Würden Sie sich zu Frau Hölscher ins Cockpit setzen? Ja, natürlich. Natürlich? Selbstverständlich, ja. Ich hab mir noch dumm. Sie denken jetzt schon drüber nach? Ich habe schon mit kleinen, so Cessna, so ganz kleine Flüge in Tucson, bin ich da schon mitgeflogen. Das war sehr, sehr aufregend und interessant. Ich selber würde es aber nicht machen wollen. Professor Gutmann, Sie wären dem Himmel ja noch ein Stück näher. Ja, also wenn ich fliege, dann sitze ich ja irgendwo hinten drin und finde, es ist eher wie Busfahren und das Starten und Landen ist aufregend und so. Aber so diesen Kontakt dazu, dass ich wirklich fliege und dass ich durch den Himmel fliege, den habe ich nicht. Ne? Und deswegen würde ich mich total freuen, mal irgendwann im Cockpit zu sitzen. Das wäre toll. Mit Ihnen, haben Sie Flugangst oder sowas? Nein. Nein. Okay. Keiner hier mit Flugangst. Keiner Flugangst. Ich hatte sehr lange Flugangst. Hätten Sie mich mit hochgenommen? Damals? Ja, wenn Sie nicht in Panik geraten wären unten am Boden oder wenn Sie nicht ganz furchtbare Schweißausbrüche bekommen hätten, hätte ich Sie gerne mitgenommen, weil die meisten Menschen, die Flugangst haben oder die Menschen, die ich mitgenommen habe und vorher Flugangst geäußert haben, die waren hinterher sehr begeistert. Sie und kann man die Türen verriegeln, sodass sie nicht rausspringt, wenn sie mit Ihnen? Das kann man machen. Man kann sie auch aufmachen, wenn man sie... Thema Fliegen. Frau Hölscher, Sie sind nicht nur in Amerika geflogen, Sie sind, glaube ich, in Afrika geflogen, auf Hawaii, überall. Hawaii gehört ja noch zu den USA, aber trotzdem ist das sehr ungewöhnlich. Warum sind Sie an diesen vielen unterschiedlichen Orten gestartet und haben gesagt, ich will da in den Himmel? Also Amerika, das war das Land, wo ich das Fliegen gelernt habe. Das ist schon mal so ein bisschen die Fliegerheimat, wie ich sie nenne. Und ich fliege auch ich fliege kommerziell sehr gerne nach Amerika rüber, um dort auch Flugtouren zu machen. Das Fliegen ist dort freier. Es ist nicht so reglementiert wie hier in Deutschland oder Europa. Was heißt kommerziell? Entschuldigung. Mit einem Airbus zum Beispiel über den großen Teich zu fliegen. Also Sie fliegen nicht selber? Nein. Sie fliegen kleine Flieger? Ich fliege kleine Flugzeuge, also ich fliege dann kommerziell rüber in die USA und leihe mir dort ein Flugzeug, miete dort ein Flugzeug und fliege dann dort durch die USA, was viel, viel Freiheit bedeutet letztendlich auch. Afrika hatten Sie als Beispiel genannt, das ist ein Projekt, dem ich mich angeschlossen hatte, nachdem ich in den USA ein Paar kennengelernt habe, die in Ghana eine kleine Flugschule eröffnet haben und freiwillige Helfer suchten. Und dann hatte ich mich dort als freiwillige Fluglehrerin angeboten, um den jungen Damen, die dort in der Flugschule mitgeholfen haben, ausgebildet werden sollten, um diese zu unterstützen. Das war eine ganz, ganz spannende Geschichte und auch nochmal eine tolle Erfahrung, im Himmel von Ghana zum Beispiel zu fliegen. Sieht der anders aus? Der sieht ein bisschen trüber aus zum Teil, ja. Also die Farben sind doch schon ein bisschen anders, wie zum Beispiel auch in Hawaii, da ist es wunderschön blau und wunderschön klar, aber Ghana ist schon noch ein bisschen anders, weil das Wetter auch zum Teil anders, diesiger ist und so. Doch, ist schon ein Unterschied. Und ich habe am Anfang schon gesagt, Sie bringen auch Menschen, die nicht sehen können, also Blinde zum Fliegen und das ist Ihnen ein Anliegen. Warum? Ja. Also Sie sind nicht nur Pilotin. Das ist eigentlich mein Hauptberuf, mein Hauptjob ist, dass ich Blindenlehrerin bin, Lehrerin für blinde und sehbehinderte Menschen. Am Boden? Am Boden, erstmal am Boden. Und ich damals schon, als ich das Fliegen gelernt habe, mit blinden Schülern zu tun hatte, die sehr neugierig waren und über das Fliegen was wissen wollten. Und die habe ich dann das erste Mal mit an das Flugzeug genommen, denen das Flugzeug gezeigt, außen rumgeführt und auch mit in das Flugzeug genommen, während wir geflogen sind. Und das war sowas von begeisternd für diese blinden Schüler, dass ich das so ein bisschen zu meiner Aufgabe gemacht habe, jetzt auch hier in meinem Beruf. Ich arbeite jetzt auch als Sonderpädagogin für Blinde.
einmal im Jahr, wir haben jetzt in der nächsten Woche zum Beispiel einen Mitflugtag für Menschen mit und ohne Behinderung, die Menschen mitzunehmen. Wie empfinden die das? Empfinden die das anders als wir, wenn die starten und landen? Also ich glaube, es ist genauso besonders für blinde Menschen zu fliegen, wie für sehende Menschen auch, die noch nie geflogen sind. Es ist für jeden, glaube ich, ein schönes Erlebnis, wenn keine große Flugangst da ist. Wollte ich gerade sagen, schönes Erlebnis, okay. Genau. Und das Schöne dabei ist, ich kann als Fluglehrerin die blinden Menschen auch mal selber steuern lassen, selber mal fliegen lassen, Kurven fliegen lassen, mal ein bisschen zu sinken, mal ein bisschen zu steigen, mal ein bisschen steiler in die Kurve weil zu gehen. Weil Sie das parallel tun? Weil ich das kontrollieren kann von meiner Seite. Das ist ein kleines Schulflugzeug, wo halt Doppelsteuer vorhanden sind und da kann man das ganz gut kontrollieren. Und dieses Gefühl, dann auch selber zu steuern und selber die Geschwindigkeit zu spüren, wenn man sinkt oder steigt oder in die Kurven geht, das ist total faszinierend. Spürt man denn, wenn man die Augen zumacht oder nichts sieht, den Horizont anders? Spüre ich das im Magen oder wie hat das was mit dem Körper auch zu tun? Ja, in den meisten Fällen schon, weil die Menschen oder auch diese blinden Menschen jetzt auch in dem Fall das Fliegen halt noch nicht kennen und das Gefühl fürs Fliegen auch noch nicht entwickelt haben, also nicht wissen, wie sie das Flugzeug am besten halten müssen, um die Balance zu halten. Also gehen sie meistens ziemlich steil in die Kurven und ziemlich steil nach unten oder oben. Und das spürt man schon. Man wird schon ziemlich in den Sitz gedrückt oder nach oben. Das ist also die G-Forces, wie man sie nennt, die gehen dann schon, die werden dann schon ziemlich raff manchmal. Aber es klingt wirklich extrem mutig mit Menschen, also nicht nur mit den Menschen, mit denen Sie auch sonst arbeiten, sondern auch einfach mit Fremden ins Flugzeug zu steigen. Gab es noch nie eine prekäre, eine schwierige Situation oder? Nö, also mit fremden Menschen, die gerne fliegen wollten, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es schwierig war. Es gibt da mal Situationen, wo den Menschen schlecht wird vielleicht, weil es ein bisschen windig ist. Das Wetter ist auch immer unbeständig oder oft mal unbeständig, windiger. Aber Sie hatten in der ganzen Fluggeschichte noch nie, gut, auch nicht vielleicht mit den Flugschülern, aber alleine als Pilotin, auch nie einmal eine Situation, wo Sie gesagt haben, das war schon brenzlig. Ja, doch, da habe ich schon ein Erlebnis gehabt. Das war nicht mit Flugschülern, das war mit Fallschirmspringern. Ich setze auch Fallschirmspringer ab und bei einem Flug ist ein Fallschirmspringer zu früh aus dem Flugzeug rausgelaufen praktisch. Die stellen sich auf ein Trittbrett, was neben dem Flugzeug angebracht ist, unter der Strebe. Und dessen Schirm ist zu früh aufgegangen. Das heißt, dass die Klappe des Schirms ist zu früh aufgegangen. Das heißt, dass die Leinen des Fallschirms sich hinten über das Höhenruder gelegt haben. Okay. Und das war ein Moment des Schreckens. Und was ist dann passiert? Das Flugzeug ging erstmal etwas hoch mit der Nase und wir mussten dann halt schauen, dass wir das ziemlich schnell wieder, oder ich musste schauen, weil ich die Pilotin war in dem Moment, das ziemlich schnell wieder stabilisieren konnte. Und das ging auch. Ich habe dann hinterher auf Cessna wirklich geschworen. Cessna sind wirklich ganz tolle Flugzeuge. Also das heißt Cessna und nicht Cessna, wie wir häufig denken. Cessna. Okay. So spreche ich das zumindest aus. Ja. Und was war mit dem Mann, beim Begräbnis? Nee, das Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Der hat sich ein bisschen das Schienbein aufgeschlagen, weil er da abgerutscht ist. Nee, das Seil ist abgerutscht hinten auf dem Höhenruder. Es hat sich über das Höhenruder gelegt, das ist dann abgerutscht und hat das Höhenruder verbogen. Und das war dann das Problem fürs Flugzeug. Das hatte dann andere Kräfte und eine andere Aerodynamik und dadurch ist es dann etwas schwierig geworden, es zu fliegen. Aber es ging alles ganz wunderbar und was mich sehr beeindruckt hat, dass ich in der Situation eigentlich, und das macht Flugschule aus, das macht das Lernen des Fliegens aus, dass man in der Situation routiniert handelt, ohne nachzudenken. Dass man das Erlernte irgendwie einfach anwendet. Und ich bin dann gelandet und es waren noch zwei andere in dem Flugzeug mit drin. Wir sind ausgestiegen, haben uns das angeschaut, haben gedacht, Cessna ist ein tolles Flugzeug. Und dann ging das eigentlich, dann bin ich nach Hause gefahren, ganz ruhig, habe mich selbst gewundert, wie ruhig das alles ging. Und nach 3-4 Stunden zu Hause, da ist dann wirklich alles eingebrochen. Ich würde sagen, brauchen Sie da nicht eine posttraumatische Behandlung? Oder ja, so? Hätte ich wahrscheinlich gut gebrauchen können in dem Moment. Ja, dann hilfreich sein. Das war dann, glaube ich, die Weinflasche zu Hause. Ja, das gilt ja für manchen. Gibt es eine spezielle Ausbildung für Fluglehrerinnen und Fluglehrer? Ja. Was muss man dann lernen? Lernt man solche Situationen? Was muss man mehr können als Pilotin, um das anderen beizubringen? Rechts, links. Das ist eine These von Ihnen, Herr Dumont. Das ist ja wahrscheinlich noch die Erfahrung aus der Rolle als Pilot. Wahrscheinlich könnte Herr. Nein, es ist die höchste Durchfallquote. Bei Pilotinnen ist die Rechts-Links-Schwäche. Ist tatsächlich wahr. Habe ich noch nicht gehört, aber. Werde ich mal recherchieren. Das ist ja auch der Sinn dieser Runde, dass wir uns ein bisschen austauschen. Also Frau Braun, wenn Sie dazu auch noch was zu sagen haben mit dem Backbord, Steuerbord, würde ich sofort sagen. Ich habe eine Freundin, die kann das auch nicht. Und wenn die fährt, die kann die immer Backbord, Steuerbord. Und dann fährt die mit dem Auto Backbord, Steuerbord. Das geht. Okay.
Muss man im All wissen, was gibt es da rechts, links, andere Begriffe dafür? Drei Dimensionen, oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Und dann müssen wir noch den Bezugspunkt kennen, auf den sie sich ausrichten wollen. Also das ist schon schwierig, wenn sich da die Kurven angucken, die die Kollegen dann aufmalen. Als Pastor gibt es wahrscheinlich überhaupt kein rechts, links oder gibt es nur richtig und falsch? Also die Kirchen, nicht rechts und links, aber es gibt Ost-West, also die Kirchen sind geostet in der Regel und das ist dann schon wichtig. Wir haben hier übrigens ein besonderes Getränk auf dem Tisch. Vielleicht kann Frau Hölscher was dazu sagen. Es kommt Ihnen wahrscheinlich nicht unbekannt vor. Also wenn hier jemand Appetit auf Tomatensaft hat. Wie oft? Vorsicht. Es ist so warm jetzt, dass wahrscheinlich der Deckel abfliegt. Vielen Dank. Würden Sie das bitte in die andere Richtung schütteln? Nein, das ist kein Scherz. Wir kommen noch mal zum Tomatensaft gleich. Ist donnert. Das ist für uns das Zeichen von oben. Wir lehnen uns zurück, es donnert. Es kann sein, dass jetzt Turbulenzen kommen. Es kann aber auch sein, dass Frau Hölscher gefragt wird, gibt es ein Lied, wenn Sie an Bord das Radio andrehen dürften, was Sie spielen würden? Also ich habe einen Lieblingsmusikanten, der sehr, sehr schöne Fliegerlieder singt. Den habe ich immer im Auto. Das ist ein englischer allerdings, ein amerikanischer. Aber wenn ich auf die mir über die deutschen Lieder Gedanken mache, dann ist es natürlich Über den Wolken von Reinhard May. Tatsächlich. Wäre es vielleicht möglich, ich weiß, Pastoren sind eigentlich nicht darauf eingestellt, solche Lagerfeuerlieder zu singen, aber Sie haben ja eine Gemeinde und Sie haben heute eine große Gemeinde. Also ich finde, die Kirche ist gut gefüllt. Wir haben auch einen ganz tollen Gitarristen, auch einen Pastoren. Wir haben nämlich die Besonderheit heute, dass unsere Band aus zwei Pastoren besteht. Bitte begrüßen Sie Herrn Schirmer von der Kulturkirche Altona, der hoffentlich... So, und für alle, die nicht sattelfest sind, gibt es hier auch nochmal den Text. Wir versuchen es jetzt tatsächlich. Und wenn Sie jetzt sagen, nee, da mache ich nicht mit, dann können wir nur sagen, die Kameras sind jetzt auf Sie gerichtet. Wir machen das Saallicht mal ein bisschen heller. Dann kann man auch ganz genau erkennen. Und wer am lautesten singt, gibt es einen Tomatensaft. Mit oder ohne Mikro? Ich halte nur das Mikro, ich singe nicht. Keine Angst. Und Frau Hölscher, Sie müssen natürlich besonders laut, das ist klar, ne? In Nordoststadtbahn 03 Sie erhöhe ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleier schaubt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Bisschen mehr Bums jetzt mal hier im Raum. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen da unter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich wichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, danke, sei sie die Wolken erklimmen. Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Wir haben schon eine Siegerin, die ist total textig. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann
würde, was uns groß und wichtig erscheinen, plötzlich wichtig und klein. Bevor es gleich musikalisch weitergeht, vielleicht noch eine letzte Frage zum Tomatensaft. Weil Frau Hölscher hat total zusammengezuckt, als ich eben diese Bewegung gemacht habe. Woran liegt es? Ich habe ein ganz schlechtes Erlebnis mit dem Tomatensaft gehabt in meiner Karriere als Flugbegleiterin. Und wir bestellen ja immer alle Leute oben Tomatensaft. Es wird unheimlich viel Tomatensaft bestellt. Warum? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht macht es satt oder vielleicht ist es einfach eine schöne rote Farbe im Kontrast zum Himmel, zum blauen Himmel draußen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Und ich stand vorne an dem Trolley, an dem Getränkewagen, ganz vorne in der ersten Reihe. Und der erste Passagier wollte gerne ein Glas Tomatensaft haben. Und ich habe dann, wir haben dann große Tüten gehabt dort, die normalerweise geschlossen sind. Schütteln die immer so gerne. Und haben dann. Der arme Herr saß hinterher im Unterhemd dort und hat einen Gutschein für eine Reinigung bekommen. Das hat dann. Aber das er war glaube ich, Moment, nicht ganz glücklich. Sie sich entschlossen haben, ich werde lieber Pilotin. Ich glaube ja, ich glaube ja. Also diese Frage ist untersucht worden in der Tat. Und es ist ein sogenannter Bandwagon-Effekt. Das heißt, wenn der Erste anfängt, einen Tomatensaft zu bestellen, dann gibt es einen Nachläufer-Effekt. Das geht auch mit anderen Getränken. Es ist nicht bunt gemischt, sondern es zieht sich danach. Nur bei dem Tomatensaft fällt es uns eher auf. Ich weiß nur von Flugbegleiterinnen und Begleitern, dass die immer schon die Augen rollen und auf bestimmten Strecken, ich glaube, die Hamburger sind besonders Tomatensaft versessen. Da wird sofort ein Tomatensaft bestellt. Man kann das offenbar in Deutschland Städten zuordnen, die besonders, weiß ich nicht, was der Sinn davon ist, aber es scheint, könnt ihr mal den Tomatensaft ein bisschen weitergeben und auch schütteln. Herr Dumont, wenn Sie vielleicht ein bisschen schütteln würden, das wäre ganz nett, richtig mit Schmack ist, sonst bleibt unten der Schmodder hängen. So. Ich glaube, es hat auch mit was anderem zu tun, dass es nichts Ordentliches mehr zu essen gibt an Bord. Und dass man wenigstens etwas das stimmt. Noch hat. Ja. Die Tomatensaftquote muss runterkommen. Frau Hölscher, jetzt die müssen Sie selbst machen. Ah nein, es wird gereicht. Ja, vielen Dank. Lassen Sie sich auf keinen Fall den von Frau Hölscher einschenken. Ich stelle den mal hier hin. Ja, und im All, ich meine, haben Astronauten eigentlich Tomatensaft an Bord? Keine Antwort. Ein Wodka, ach genau, wir hatten eigentlich noch, können wir einen kleinen Wodka Bloody noch dazu Mary. Haben für so eine Bloody Mary oder zwei? Vielleicht fliegen wir dann gleich ein bisschen schneller und ein bisschen besser. Wir fliegen auf jeden Fall jetzt gleich musikalisch. Professor Gutmann, wenn Sie sich schon mal auf den Weg machen würden. Wir fliegen nämlich jetzt nochmal richtig hoch. Mit dem Titel Revelation, nein, du weißt den richtigen Titel. Wind Up, mit dem Titel Wind Up. Viel Spaß. Und genießen Sie bitte ganz in Ruhe vor allen Ihren Tomatensaft. Der Neidfaktor ist entscheidend. Die Dame hat den gewonnen, weil diese Texte. Thank you.
Ich war vor kurzem eine Weile tot. Vor lauter Kummer. Sowas gibt es. Das Herz bleibt einfach stehen. Aber manchmal kann man sich wieder erholen und auf diese Erde zurückkommen. Wenn alles gut geht. Diese Chance wird einem beim ersten Mal gegeben. Manche merken es nur gar nicht. Ja, ich hätte oben bleiben können. Aber es war so enttäuschend. Ja, der Himmel, der ist nicht das, was wir uns darunter vorstellen. Das ist alles furchtbar betulich. Also ich war sehr enttäuscht. Gut, also man trifft da Menschen, die zu treffen man sich immer erträumt hat. Aber die sind meistens einfach abwesend und haben nur wenig Lust, sich mit unsereins zu unterhalten. Ja, da fehlen einfach auch ein paar Jahrhunderte. Sie haben an uns und an unseren glänzenden Bewunderungsaugen nicht das geringste Interesse. Also, Sie müssen sich das so vorstellen. Man kommt da oben an und dann ist das so in etwa wie bei George Clooney und John Malkovich in dieser Kaffeewerbung. Also, nette Begrüßung, kleiner Handel und dies und das. Und dann ist man drin. Die Tür steht immer weit offen. Luther nagelt mit einem Hammer täglich neue Thesen an. Alles ist so ziemlich hell. Gott hat keinen Bart. Er trägt auch kein langes weißes Nachthemd, aber eine Brille von Fielmann. Er thront in einem ganz großen Salon, das ist immer für alle erreichbar. Aber eigentlich sitzt er die meiste Zeit da und dann spielt er mit Johann Sebastian Bach Fang den Spitz oder Schnippschnapp. Und wenn Bach dann wieder Lob, Preis und Ehre anstimmt, dann sagt Gott freundlich und etwas erschöpft, lass gut sein, Wastel. Im Hintergrund spielt Glenn Gould ja sowieso einmal täglich das Gesamtwerk von Bach durch. Auf dem Flügel liegt Mozart, mit Schokolade beschmiert und giggelt. Karl-Heinz Stockhausen, der steht bei Gott und Bach mit ganz glühenden Augen, will reinreden, will mitspielen, aber Bach sagt ganz streng, Kinder bei Tisch, stumm wie der Fisch. Seit Christoph Schlingensief oben ist, hat Gott ziemlich wenig Ruhe. Er muss dann immer diskutieren und sich anhören, dass Afrika Opernhäuser braucht. Bau Opernhäuser, Mensch, Gott, schreit Schlingensief und Gott sagt, siehst du, da haben wir dieses ganze Dilemma. Ich meine, der da, und der zeigt dann auf Pierre Boulez durch die Wolken durch, der da sagt, reiß die Opernhäuser ab. Und du sagst, baut neu. Und wie ich es auch entscheide, ist es doch immer falsch. Schlingensief ist sehr enttäuscht von Gott. Und der wartet jetzt auf Steve Jobs, der es besser machen wird. Davon ist Schlingensief überzeugt. Aber Steve Jobs wird erstmal lange im Raum der Stille sein. Da darf man sich ein paar Jahrzehnte ausruhen. Um Gott herum sind natürlich die, denen er am meisten gegeben hat. Also es sind Leute wie Shakespeare, Leonardo, Michelangelo, Raphael. Die sind auch hier total beschäftigt mit Malen, Bildhauern, Schreiben, Erfinden. Goethe sitzt am Schreibtisch, notiert alles, was er hört und sieht. Einstein spielt mit dem Zauberwürfel von Rubik ein bisschen rum. Aber das alles interessiert hier keinen mehr wirklich. In diesem Salon, in dem die Meisterwerke der Welt hängen, ja, auf der Erde haben wir nur die Kopien, wie ich jetzt weiß. Also da ist viel Platz. Jeder kann sein Eckchen finden, aber man will so nah bei Gott ja dann auch nicht immer sein. Der Himmel ist groß. Es gibt überall Zimmer und Ecken, in denen man sich verkriechen kann. Andererseits ist es auch ziemlich voll. Und himmlische Ruhe, die muss man da auch schon suchen. Neulich im Himmel von Elke Heidenreich. Also wenn ich als Dreijähriger gewusst hätte, dass das so läuft, und man mir gesagt hätte, ich muss lieb sein, damit ich da hinkomme, wäre ich lieber nicht lieb geworden. Wie kommt es dazu, dass wir diese Metaphorologie haben, lieber Hans-Martin Gutmann? Du bist jetzt der Experte für das, was den Himmel ausmacht, wo wir vielleicht alle hinkommen, angeblich, wenn wir lieb gewesen sind. Also es sind ein paar Gedanken, die mir gekommen sind beim Hören. Also einmal, es gibt ja Nahtoderlebnisse, auch Forschung dazu. Es gibt sozusagen die Behauptung, dass Leute immer dasselbe erleben,
kulturell unabhängig, also ein großes Licht, ein warmes Gefühl und so weiter. Mittlerweile ist gezeigt worden, dass die Gestalten, die da auftauchen, in der Regel deutlich kulturell abhängig sind. Also sozusagen je nach gesellschaftlicher Situation tauchen bestimmte Muster auf. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Dann war es, die Erzählung ist eine populärkulturelle Erzählung. Ja? Also es hat eben halt sozusagen viele Anspielungen auf das, was Kinderglauben ist, wie Gott aussieht und auch der Glaube, dass sozusagen Menschen im Himmel dann sozusagen in ihren sozialen Rollen irgendwie noch auftauchen. Also im Neuen Testament ist es eigentlich ganz deutlich, also als Jesus gefragt wird, was ist eigentlich mit den Leuten, die 6 Mal hintereinander geheiratet haben? Wo bleibt dann eigentlich die Frau? Mit wem ist sie dann im Himmel zusammen? Und die Antwort ist, also es gibt diese ganzen sozialen Rollen im Himmel nicht mehr. Das wäre sozusagen also die biblische Botschaft. Aber es ist eben halt interessant, der Himmel ist die Metapher für den unbegrenzten, transzendenten Raum, wo sozusagen alles sich wiederfindet, was auf Erden umgekommen, verloren ist oder wie auch immer. Und das ist, allein diese Vorstellung hat ja auch einen Wert. Ja? Also dass sozusagen die Opfer nicht, dass die Mörder nicht über die Opfer triumphieren, dafür ist eigentlich Himmel auch eine Metapher, also dass sich alle wiederfinden. Das ist also von unserem Raumempfinden ist das der Ort oben, ja? Sozusagen in den offenen Himmel, wir sind aufrecht gehende Menschen, aber sozusagen wo dieser Ort nun ist und ob es wirklich ein solcher Ort ist, darüber weiß niemand etwas. Biblisch gibt es eigentlich nur die Zusage, dass also niemand verloren geht und dass also sozusagen es einen anderen Leib geben wird, aber eben halt einen, der nicht sozusagen verwest, sondern es ist im Grunde eine Negativbeschreibung. Ja? Also die Menschen gehen nicht verloren, aber wie sie dann aussehen, wissen wir nicht. Und das kann auch die christliche Religion nicht sagen. Wann hast du angefangen, dich zu orientieren in diese Richtung? Schon als junger Mensch oder hast du einen Weg, der vielleicht zu einem Ereignis geführt hat, wo eine Entscheidung fiel? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also, Sie sind nicht in einer Pastorenfamilie aufgewachsen? Nein, also meine Eltern sind beide Lehrer, Lehrerin gewesen. Also es gibt ein Kindheitserlebnis, da habe ich, das erzähle ich also eigentlich sonst nicht, aber das fällt mir jetzt eh mal ein. Wir sind total unter uns. Ist gut. Ich hatte eine sehr strenge Oma, die hat immer gesagt, wenn ihr Kirschen esst, dürft ihr danach nichts trinken. Und wir hatten im Garten, ich war glaube ich 5 Jahre alt, einen Kirschbaum und ich habe jede Menge Kirschen gegessen und habe danach Wasser getrunken und dann habe ich dem lieben Gott versprochen, wenn ich das überlebe, werde ich Missionar. Aber wow! Das hat sich dann irgendwann verflüchtigt. Und also als ich anfing zu studieren, wollte ich eigentlich Pädagogik studieren. Das hat sich dann aus verschiedenen Gründen anders entwickelt. Ich habe dann 2 Semester Theologie studiert, bin dann nochmal rausgegangen, habe ein langes Zivildienst und Praktikum in der Kirchengemeinde gemacht, habe dann beides studiert, also Theologie und Pädagogik auch bis zum Ende und bin dann eben halt ins Vikariat gegangen, irgendwann im Pfarramt und dann irgendwann auch in die Unilaufbahn gekommen. Die Zeit nach dem Tode, spielt das für dich persönlich in deinem Erleben eine Rolle? Hast du dir selbst ein Bild davon gemacht oder ist es so allgemein, wie du es eben gesagt hast, gibt es einen persönlichen Zugang dazu? Also ich glaube fest daran, dass die Toten nicht weg sind. Ja? Und dass die Beziehung zu den Toten eigentlich mit deren Tod erst beginnt. Ja, und es gibt ja jede Menge Leute, die auch Erfahrungen haben, also auch gerade in der Zeit der Trauer, dass die Verstorbenen präsent sind. Ich würde das niemals als irre oder wie auch immer behandlungsfähig so erklären, sondern die Menschen erleben das. Auf welche Weise sozusagen dieser Kontakt da ist, wissen wir nicht. Also von der christlichen Botschaft her ist eben die eigentliche Grenze zwischen Leben und Tod nicht der biologische Tod, sondern es gilt eben halt sozusagen die Auferstehungsverheißung für alle. Und sozusagen, es gibt sozusagen die Vorstellung auch, dass also mit der Taufe sozusagen ein Weg vom Tod ins Leben gegangen wird. Das heißt also, es gibt eine neue Sozialität, die sich in den Sozialitäten ausbreitet, in denen wir leben, in denen wir auch weiterleben, aber die anders ist und die lebende Untote umfasst. Und wenn wir Gottesdienst feiern zum Beispiel, rechnen wir immer damit, dass also Menschen aus aller Welt und auch die Lebenden und Toten präsent ist. Deswegen ist es auch nicht ganz so schlimm, wie es von außen immer gesehen wird, wenn bloß 20 Leute in der Kirche sind. Also, aber hat das eine naturwissenschaftliche Seite? Oder würdest du sagen, nein, das ist falsch, das überhaupt zu vermuten? Nein, also es gibt keine naturwissenschaftliche Seite, sondern es bewegt sich eben halt in der symbolischen Welt, der metaphorischen Welt. Und die existiert eben halt also in und mit und unter gewissermaßen diesen anderen Vollzügen, in denen wir auch alle leben. Ja? Also ich würde ja sozusagen
in vieler Hinsicht wie ein Naturwissenschaftler mich zu den Dingen der Welt verhalten und gleichzeitig meinen Glauben leben. Aber Sie sagen schon in der Kirche, wenn Sie das Vater Unser sprechen, Vater Unser im Himmel. Ja. Also diese Metapher wird immer weitergetragen im Prinzip. Ja. Also diese Metapher ist ja sozusagen doppelt, also Vater Unser im Himmel heißt, es ist also entgrenzt, überall transzendent, aber was dann gebetet wird, hat immer mit irdischen Vollzügen zu tun. Ja? Mhm. Es geht sozusagen um, dass die Leute zu essen haben, dass Schuld vergeben wird, dass die Leute nicht in böse Herrschaftszusammenhänge fallen und sich dem gegenüber nicht wehren können. Also darum geht es in diesem Gebet. In den Gleichnissen Jesu zum Beispiel, wo er vom Himmelreich erzählt, geht es immer um Alltagsvollzüge. Ja? Er erzählt zum Beispiel von einem Gutsherrn, der also lauter Leute einstellt, sind eben Tagelöhner, einer muss 20 Stunden arbeiten, die letzten dann eine Stunde. Alle kriegen genau dasselbe, ja? Nämlich einen Denar, genauso viel, wie die Menschen zum Leben brauchen. Das sind also viele, also wenn vom Himmelreich erzählt wird, sind es keine blumigen Erzählungen, sondern es sind Alltagserzählungen. Also es handelt sich nicht um ein Paradies in so einer populären Vorstellung von Reichtum und Fülle, sondern Also biblisch nicht, wobei diese Vorstellung natürlich auch ihre Wichtigkeit hat. Also in der populären Kultur gibt es ja viele, also zum Beispiel, es gibt einen wunderbaren Song, Himmel auf von Silbermond, oder Wann reißt der Himmel auf, wo die Leute interviewen, was verbinden die damit eigentlich? Und das sind übrigens auch Alltagsgeschichten. Ja? Also was ist für mich Glück, erzählen die dann. Dass ich mich mit meiner Tochter wieder verstehe, dass ich meine Schulden bezahlen kann, dass wir sozusagen uns zusammen haben. Also sozusagen, und das ist verbunden mit der Metapher Himmel. Und es gibt auch einen wunderbaren Film, Wie im Himmel. Viele finden den kitschig, ich nicht. Also wo davon erzählt wird, also mit dieser Metapher, alle in so einer Chorgeschichte, alle finden ihre eigene Stimme. Sozusagen die ausgeschieden sind, also die Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, singt den Sologesang, und der Mensch mit Behinderung, der von allen angepöbelt wird, organisiert zum Schluss sozusagen, als der Dirigent stirbt, sozusagen das letzte Konzert, ein Riesenauftritt. Und das sind sozusagen so Metaphern, die in der populären Kultur aufgenommen werden und sich beziehen auf biblische Materialien, andere Religionen, auch das, was die Leute so im Kopf haben. Ne? Jetzt gibt's, was ist mit den Menschen, die Buddhisten sind oder Muslime sind oder Atheisten? Die Buddhisten sagen doch zum Beispiel, Gott ist überall. Oder ihre Kirchensteuer nicht bezahlen. Kommt man denen auch schon? Die Religionen haben alle ihre Vorstellungen davon. Und also auch zum Beispiel, wenn muslimische Leute sterben, wird ja eine Suche gebetet, wo es um eine Paradiesvorstellung geht, die sehr konkret ist. Buddhistische Gläubige haben andere Vorstellungen. Also es geht darum, also weil wir ja sozusagen nicht so wissen, wie es ist. Wir sind ja nicht an der Stelle Gottes, sondern wir glauben als Menschen auf eine bestimmte Weise, dass wir uns immer zu diesen anderen Glaubensverhältnissen Beziehungen ein gutes Verhältnis bringen, indem wir uns gegenseitig erzählen und zuhören und achten, was die anderen sagen, und auch in dem herausgefordert werden, was wir selber zu sagen haben. Das ist übrigens, weil hier Akademie der Weltreligion vertreten ist, also sozusagen ist das Konzept hier in Hamburg auch im Religionsunterricht für alle, wo die Schüler und Schülerinnen ja das eben halt lernen. Ja? Professor Hauschild, denken Sie oder glauben Sie, Sie haben ja einen sehr, sehr weiten Zugang zum Himmel, zur Unendlichkeit. Das ist natürlich eine sehr persönliche Frage. Ja. Ich persönlich muss ehrlich sagen, dass ich da eher agnostisch bin. Ja. Mir ist das völlig egal. Ja. Wenn ich mich mit Himmel beschäftige, sind das die Objekte im Weltall, Sterne, Planeten und so etwas, um die ich mich kümmere. Ja. Das ist ja eher sozialwissenschaftlich, wenn ich was sagen würde in der Theologie. Herr Dumont, Sie sind katholisch getauft, glaube ich. Ja. Sind Sie noch in der Kirche? Nein. Ich bin ausgestiegen, das war, glaube ich, 1972, da lebte ich noch in Bayern und ging mit meinem Stiefsohn, der damals 9 war, in die Kirche, und von der Kanzel wurde gepredigt, man ist nur ein Christ, wenn man eine Partei mit einem C wählt. Bin ich am Montag ins Standesamt gegangen und bin ausgetreten. Wann war das? In den 70er Jahren. Das war in den 70er Jahren. Mhm, 72. Frau Hölscher, wie ist es bei Ihnen? Ich meine, sind Sie gläubig? Glauben Sie an Gott? Glauben Sie an eine himmlische Kraft? Nein. Also wenn ich mich da oben in diesem Himmel befinde, dann habe ich eine gewisse Demut den Naturgewalten gegenüber, der Natur gegenüber, die ich von oben sehen kann und empfinden kann, was da Großartiges irgendwann, irgendwie und irgendwo mal geschaffen wurde. Das ist wirklich ganz faszinierend.
das zu sehen, aber das verbinde ich dann nicht mit Glauben an Gott in dem Moment. Und ist, ich kenne das von mir selbst, aber auch von vielen anderen Menschen, gerade über den Wolken, wenn da jetzt irgendwie im Flugzeug eine merkwürdige Situation ist, Turbulenzen. Ich habe selten so viele Leute so in sich gekehrt und anscheinend betend gesehen. Woher kommt das? Hat man da wirklich das Gefühl, wir sind über den Dingen? Nee, ich glaube, das ist sozusagen diese Verunsicherung oder diese Notsituation, die dann also bei den Leuten so hervorruft, dass sie sich ihres Lebensgrundes vergewissern. Also wohin die beten, ist ja, wissen wir ja nicht, aber dass sie sich sozusagen an das erinnern und das lebendig machen, was sie in ihrem Leben trägt. Also ich würde ja auch sagen, dass also auch Menschen, die also nicht in der Kirche sind, agnostische Menschen sind, sie haben alle irgendwas, wo sie in ihrer Lebensgeschichte sagen, das ist der Ort für mich, wo mein Herz hängt. Ja, und das ist eigentlich auch, würde ich jetzt als Theologe sagen, ist eine Gottesvorstellung. Mhm. Frau Braun, wie ist das bei Ihnen? Also ich glaube, es gibt was. Es gibt also, was? Ja. Also ich bin christlich aufgewachsen, evangelisch. Ich bin auch nicht mehr in der Kirche. Ich singe seit 2003 im Kirchenchor, egal ob katholisch, evangelisch. Jetzt singe ich hier im Michelchor. Und ich finde, ich mag das, in der Kirche zu sein. Ich finde, das ist irgendwie so was Reinigendes, Freies. Ich liebe diese Kirchenmusik. Und also irgendwie gehe ich da eher freiwillig immer wieder hin, obwohl ich nicht mehr in der Kirche bin. Mich hat auch noch nie einer gefragt, also es ist scheinbar egal. Und also ich finde es, also ich finde es super. Und mir tut es gut und ich merke, das ist auch irgendwas, so eine Tradition, das ist was total Kraftvolles, total Gewachsenes. Also wenn man jetzt da steht und Bach singt oder Schütz singt oder Rieger singt, das ist irgendwie, es macht was mit einem. Macht also es gibt auch mit was. Den Menschen, wenn Menschen in die Oper gehen, das sind ja auch zum Teil sehr gewaltige Stoffe, ist das auch ein erhabenes, ein himmlisches Gefühl? Ja, ein göttliches auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, einen Moment, wo Sie gesagt haben, da war ich das erste Mal, Sie sind ja nicht sozusagen zur Oper gegangen, sondern erstmal auch von der technischen Seite her, wo Sie gesagt haben, ich habe da was gehört und das hat mich gepackt? Ja, das war mein Opernschlüsselerlebnis. Ich habe angefangen in Bayreuth am Festspielhaus. Da habe ich 96 Praktikum gemacht und 97 war dann mein erstes Jahr als Assistentin des technischen Direktors. Und Waltraud Meyer hat die Isolde gesungen in der Heiner Müller Inszenierung. Und ich stand vor dem Inspizienten im Portal und sie, das war diese Inszenierung, das war so ein Raum, der nach hinten gekippt ist und am Ende war er Gold. Sie stand im goldenen Kostüm, alles war alles echtes Blattgold. Und die fängt das Singen an und es war einfach absolut unfassbar. Und es war so, wie wenn die Luft aus dem Boden holt. Und es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Genau. In etwa so? Ja, und dann die Akustik von Bayreuth noch dazu. Das ist der Punkt. Ich fand es so auch schon ganz beeindruckend. Die Luft aus dem Boden holt. Schön. Wo wir jetzt jemanden in unserer Runde haben, der auch Theologen ausbildet, auch junge Menschen, die Pasteure werden. Was macht diese Ausbildung aus? Was lerne ich, wenn ich mich entschieden habe, bei dir zu studieren? Das heißt, Sie bringen Leuten das Predigen bei? Ja, das ist die praktische Theologie. Also die Studierenden lernen eben halt historisch-kritischen Umgang mit biblischen Texten. Das heißt, danach zu fragen, in welchen historischen Situationen sind die eigentlich entstanden, welche Interessen haben Tradentengruppen und so weiter. Das unterscheidet unseren Zugang zur Bibel zum Beispiel vom muslimischen Zugang zum Koran, also die diese historischen Verortungen nicht erfragen. In der systematischen Theologie lernen sie eben halt das, was die biblische Tradition ist, in Kontakt zu bringen mit der Moderne, also hier in Hamburg vor allen Dingen mit urbaner Situation, mit globalen Lebenssituationen. In der praktischen Theologie geht es darum, auf der einen Seite, dass die Leute Theorien kennen, mit denen sie Predigtarbeit, Gottesdienst, Seelsorge verstehen können. In der zweiten Ausbildungsphase lernen sie das. Bei uns, also ohne Gottesdienst, lernen sie es, auch Gottesdienste zu inszenieren. Also wir machen ja sozusagen alle zwei Wochen einen Unigottesdienst. Nur ganz kurz einen Moment. Eine kurze Frage. Sie sagen so ganz selbstverständlich Unigottesdienst. Ich habe vorher überhaupt nicht gewusst, dass die Uni einen Pastor hat. Ich dachte immer, die Uni sei eine weltliche Institution. Erstens, warum gibt es einen Unipastor? Und wer lernt bei Ihnen? Die Theologiestudenten, also auch die, die quasi nur Theologie vermitteln, oder auch die, die dann später in der Kirche weiter sozusagen die Lehre Gottes lehren? Also es gibt in jedem Universitätsstandort gibt es eine Universitätskirche und auch Universitätsprediger. Jeder Uni in Deutschland? Also jedenfalls, wir treffen uns mit den Universitätspredigern in Deutschland, das sind eine ganze Menge, einmal im Jahr. Und es gibt daneben also auch gleichzeitig die Studierendengemeinde, evangelische Studierendengemeinde,
Das ist nicht das Gleiche. Also die lernen eben halt hier in Hamburg vor allen Dingen E-Mail- und Telefonseelsorge und machen auch Andachten und Geselligkeiten, alles Mögliche. Diese Universitätsgottesdienste gibt es in Hamburg länger, als es den Fachbereich Evangelische Theologie gibt. Und die Universitätskirche, also in St. Katharinen am Hafen, ist sozusagen da predigen auch schon, Sie. Da predige ich alle. Also wir machen alle 14 Tage Gottesdienste als Abendgottesdienst, damit die Studierenden das Wochenende verleben können und dann also trotzdem Lust haben, wieder da zu sein. Das ist also ziemlich wichtig. Und es sind Predigende aus dem Fachbereich Evangelische Theologie, Kollegen, Kolleginnen, aber auch aus der Uni. Ja? Und also zum Beispiel von der Informatik hat eine Kollegin mal gepredigt, verschiedene. Herr Lenzen hat mal gepredigt als Präsident. Ehrlich? Was hast also, was war deine Botschaft? Das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß noch, es war deine Ankunftssituation und du hast darüber sehr viel gesprochen, also was dich alles bewegt in dieser Faszination des Anfangs. Also, ja. Und die Angst des Anfangs. Die Angst, ja. Gibt es denn Leute, wo Sie sagen, nach einem Semester, es tut mir leid, das wird nie was, du wirst nie eine Gemeinde in Bann versetzen mit deiner Predigt? Ja, also hier ist es, also da müssen wir auch sozusagen deutlicher darauf achten, finde ich, damit die Leute nicht, das erleben wir manchmal, dass die Leute erst im zweiten Examen, also nachdem sie auch das Vikariat gemacht haben, mitgeteilt kriegen, das wird nicht. Oh. Also ich selber gebe Rückmeldungen wesentlich früher und wesentlich klarer, wobei die Leute natürlich freie Studierende sind und weiter studieren können. Wir haben keine Möglichkeit, denen zu sagen, hört jetzt auf zu studieren. Aber wir können die eben halt wirklich gut beraten. Ja? Mhm. Es ist eine staatliche Universität. Die Leute können Theologie studieren ohne Berufsziel, Pfarrer, Pfarrerin oder Religionslehrerin. Die studieren das sozusagen auch als Interesse. Aber wenn sie eben halt den Beruf ergreifen wollen, geben wir diese klaren Botschaften. In der traditionellen Gesellschaft hatte der Pfarrer ja auch eine seelsorgerische, im Sinne psychologische Funktion. Ja. Lernt ihr sowas heute noch? Ja, also in Seelsorgeausbildung. Das war eigentlich das Zeichen des Himmels. Das tut das mir sehr leid. Das wollen wir aber noch wissen. Wir können also, das gleich nochmal fortführen. Wir in seelsorglichen Methoden arbeiten wir natürlich mit den humanwissenschaftlichen Beratungsmethoden. Klientenzentrierte Gesprächsführung, Psychoanalyse, Transaktionsanalyse, Kurzgespräch, systemische Therapie und so. Das sozusagen ist alles im Ausbildungsfeld. Sie merken, diejenigen, die eine besonders gute Verbindung nach oben hier haben, die können sich über alle Regeln hinwegsetzen. Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, das findet absolut göttlichen Fuß. Sky Dumont, Sie tragen den Himmel im Namen. Und wenn man Ihren Namen zum ersten Mal hört, denkt man, was bitteschön ist das denn? Woher kommt das? Wie kommt der Himmel in Ihren Namen? Meine Eltern sind nach dem Krieg oder während des Krieges geflohen nach Argentinien aus Deutschland. Und meine Mutter wurde dann schwanger und die wollten mich Kai nennen. Das durfte man nicht in Argentinien. Man musste einen lateinischen Namen geben. Dann haben sie sich entschlossen, dass sie mich Cayetano nennen, weil man das auf Kai abkürzen kann. Und meine Mutter ist ja Engländerin, und wir sprechen zu Hause Englisch. Und als meine Mutter mich nach Hause brachte als Säugling vom Krankenhaus, mein Bruder war damals 4, sah der dieses Baby, also mich, und sagte, who's that? Wer ist das? Meine Mutter sagte, this is Kai. Und er verstand Sky. Und als ich dann in Deutschland anfing, das Neven habe ich dann gelassen. Als ich dann anfing in Deutschland als Schauspieler zu arbeiten, als Sky Dumont, haben die Leute gedacht, wahrscheinlich heißt der Adolf Scheißenteich und nennt sich jetzt Sky Dumont. Das war ein langer Kampf, aber ich heiße wirklich so. Das steht jetzt auch im Pass. Sky. Naja, steht neben Dumont und als Pseudonym steht Sky Dumont. Warum mussten Ihre Eltern damals nach Argentinien fliehen oder warum sind Sie geflohen? Mein Vater war in der Abwehr und waren ja alle am 20. Juli beteiligt und ja. Okay. War das schwer für Sie als Kind dort? Ich kann mich nicht erinnern. Ich war 4 Jahre alt. Ich bin mit 4 Jahren sind Sie zurückgekommen. War ich 4 und zweitens bin ich ein Mann. Womit wir beim Thema sind. Aber bevor wir auf dieses himmlische Thema kommen, würde ich gerne noch mal ganz kurz mit diesem. Sie sagen, es ist Sky Dumont. Das klingt eigentlich ja erstmal toll. Aber es gibt viele Vorurteile und es war für Sie nicht so einfach, wie es vielleicht für viele aussieht. Jetzt der große Sky Dumont zusammen. Dann. Was war das? Was war die Schwierigkeit? Naja, ein amerikanischer Regisseur sagte, it sounds like baby underwear. Und so war es halt. Die Leute, aber ich habe nicht eingesehen, warum ich mich umnennen soll. Ich heiße nun mal so. Was soll's? Aber wenn jemand mich Caetano rufen würde, würde ich mich nicht umdrehen. Sprechen Sie denn Spanisch?
Das ist eine gemeine Frage. Ich kann ein Abendessen bestellen, ja? Ja? Können Sie sich mal ganz Omelette. Nein, ich kann ein bisschen, aber nicht so wahnsinnig gut. Weil Sie sind dann schon sehr früh wieder zurück nach Deutschland. Ich konnte nicht lesen und schreiben bis heute. Und deswegen verliert man eine Sprache sehr, sehr schnell. Jetzt denken viele, wenn sie sie sehen, das muss ein wahnsinnig einfacher Weg gewesen sein. Sie wollten schon, als sie ganz klein waren, wahrscheinlich Schauspieler werden? Oder wann kam der Entschluss? Warum ich haben wollte sie nie gesagt, Schauspieler werden. Sie wollten nie Schauspieler werden. Das ist ganz schrecklich, ja. Das ist plausibel. Das ist eine ganz lange Geschichte, die ich hier nicht erzählen kann, weil sie zu lang dauert. Aber das war nicht mein Berufsziel. Ich wollte eigentlich Musik machen. Ich schreibe sehr gerne. Da kommen wir wieder zur Stelle. Wir kommen gleich. Ich bin sehr gerne. Nein, ich will nicht werben jetzt für ein Buch. Ich bin gerne alleine. Ich schweige gerne. Ich gehe gerne in Kirchen. Ich setze mich in jedem Ort, wo ich bin, in eine Kirche rein. Kann das sehr gut möglichst, verstehen. Wenn sie leer ist. Das ist eine wunderbare Atmosphäre, die Ruhe, dieses, boah, toll. Und ich fing dann an zu spielen und hatte dann wahnsinniges Glück und war dann am Staatstheater in Berlin engagiert. Naja, und dann hatte ich plötzlich eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ein kleines Auto und eine Freundin. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt nochmal neu anfangen. Das ist, meine ich, dann blieb ich halt dabei. Aber das war jetzt nicht mein Berufsziel, nein, bis zum heutigen Tag. Sie waren, was wir oder was oft sozusagen als der Schauspielhimmel bezeichnet wird, Sie waren in Hollywood, Sie haben die Geschichte auch schon 1000 Mal erzählt, deswegen wäre es toll, wenn Sie sie heute mal anders erzählen würden. Sie haben Nicole Kidman getroffen, Sie haben diesen großartigen Film Eyes Wide Shut gedreht mit Tom Cruise. War das ein Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich im Himmel mit einem himmlischen Gefühl angekommen? Ja, das war nie mein Ziel. Für mich ist das ein Beruf und ich kann sehr, sehr wohl trennen zwischen Schnaps ist Schnaps, Geschäft ist Geschäft. Tolle Rollen, das ist mein Beruf. Und so wie ein Arzt auch eingewachsene Fußnägel machen muss, spiele ich schöne Wir sind Rollen gleich und beim schlechte Thema mit Rollen. Eingewachsenen und Fußnägel, da kommen wir nein, es ist mein Job. Und da gibt es manchmal wunderbare Rosinen und manchmal ist es halt einfach mein Gelderwerb. Man muss das auch so sehen. Und insofern habe ich das nie über irgendetwas, das ist der Grund, warum ich nicht mehr Theater spiele, weil ich nicht bereit bin, 4 Monate lang jeden Abend auf die Bühne zu klettern. Das ist natürlich toll, wenn ich das hier sage, hoffentlich fällt die Decke nicht ein. Ja, das ist der perfekte Ort, um das mal ganz laut zu sagen. Das war auch der Grund, Boy Gobert wollte mich hier haben vor vielen, vielen Jahren. Ich bin nicht mehr bereit, mich 4 Monate lang jeden Abend auf die Bühne zu stellen, auch wenn mein Sohn vom Baum gefallen ist und sich in Lebensgefahr schwebt, meine Frau mich verlassen hat, immer auf die Bühne gehen und die Leute zu unterhalten. Dazu bin ich nicht mehr bereit. Da sehen Sie, welche Wertigkeit dieser Beruf für mich hat. Ja, inzwischen. Aber ich meine, Nein, immer schon. Immer schon. Es war immer schon so. Aber es war kein besonderes Gefühl, als Stanley Kubrick Sie angerufen hat und gesagt hat... Ja, natürlich war das ein tolles Gefühl. Es war auch ein tolles Gefühl, als meine Frau mir meinen ersten Kuchen gebacken hat. Also natürlich war das ein Gefühl. Das war ganz toll. So, jetzt kommen wir mal zu tollen Gefühlen, zum siebten Himmel. Was haben Sie gesagt vorhin? Schweigen. Wir haben ja, wahrscheinlich haben alle von Ihnen oder hoffentlich viele von Ihnen vorhin die Karten ausgefüllt. Sie haben sie am Eingang bekommen. Was ist für Sie der siebte Himmel? Leider haben wir nicht darauf geschrieben, ein Wort bitte. Deswegen fällt es etwas länger aus. Und da viele Menschen Sky Dumont nicht nur gerne sehen, sondern vor allen Dingen auch gerne hören. Ich habe mir sagen lassen, eine Freundin von mir hat im TomTom seine Stimme, also ihre Stimme eingestellt. Ich wusste noch nicht mal, dass Navigationsgeräte mit ihrer Stimme machen. Womit man als Geld verdienen kann. Es ist ja einfach nur ein Beruf. Andere verkaufen Schnaps. Genau so ist es. Machen Sie das, wenn Sie jetzt so ein Navigationsgerät, wenn schon Sie das machen, machen Sie das dann in einer bestimmten Rolle oder auf irgendeine lustige, absurde Art und Weise oder machen Sie das bierernst? Ich bin da engagiert worden oder Sie haben mich gefragt, ob ich es mache. Dann habe ich gesagt, ich würde eigentlich lieber eine Sadomaso-Version machen. Was meinen Sie? Habe ich gesagt, wäre doch lustig, wenn man sagt, du Sau, bieg jetzt rechts ab. aber das wollten die nicht. Also muss ich das andere machen. Aber dafür eignet sich auch Ihre Stimme nicht. Ich denke, die ist beruhigend. Doch. Und nein, das ist was für Leute, die nicht gerne Auto fahren oder Angst haben dabei. Und jetzt sagt dieser beruhigende Mann, sagt jetzt rechts abbiegen. Ja, ich glaube, das ist ein großer beruhigender Faktor. Also nochmal kurz zum siebten Himmel. Sie haben ganz kurz aufgeschrieben, was Sie sich darunter vorstellen. Und Sky Dumont, weil Sie so wunderbar lesen können. Ich hoffe, dass Sie die Schrift lesen können. Übrigens vielleicht habe ich bei dem Take jetzt rechts abbiegen. Nicht dieses rechts, das andere. Nicht dieses. Das ist eine gute Idee.
Das wollten Sie auch nicht. Was ist für unser Publikum der siebte Himmel? Der siebte Himmel. Grießbrei, große Liebe, bester Sex. Also, wer das geschrieben hat, das ist krank. Muss ich leider sagen. Grießbrei? Wir zwingen jetzt keinen, sich zu outen. Das macht ja schreckliche Flecken. Eine Nacht in einem Geschäft voller Handtaschen. Kann nur ein Mann geschrieben haben. Weil die Frau kommt nie mehr nach Hause. Allein im was dunklen Kino. Was war das? Polarnacht? Kino. Polarnacht. Wieso, was hat das mit der Polarnacht zu tun? Polarnacht ist 180 Tage. Ah, verstehe. Eine Polarnacht lang in einem Handtaschengeschäft. Verstehe. Okay. Ja. Allein im dunklen Kino. Gott sei Dank hat derjenige nicht geschrieben, in was vom Kino. Das waren Sie wahrscheinlich. Nein? 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 Kino? Nein. Wenn irgendjemand von Ihnen an irgendeiner Stelle sagt, das könnte von mir sein, bitte sofort melden. Dann hat jemand geschrieben, Sonne, Brise, ein gutes Buch, ein Glas Wein und Füße hoch. Das klingt so ein bisschen nach Frau Hölscher. Nach dem Erlebnis. Im Flugzeug? Füße hoch? Nie. Okay. Ja, im Flugzeug natürlich nicht. Nach einem Tagesmarsch in der Nacht den Berggipfel pünktlich zum Sonnenaufgang erreichen. Pünktlich. Apropos pünktlich, vielen Dank für diese Einblicke. Ich weiß nicht, ja, ich bin wieder beim Grießbrei. Okay, also wir haben den Grießbrei vor allen Dingen. Apropos pünktlich. Pünktlich, da geht es ja um Zeit und mit dem Zeitverstreichen beschäftigen Sie sich, zumindest in diesem Buch, in dem es ums Älterwerden geht und wo steht, stehe ich jetzt unter Denkmalschutz. Warum beschäftigen Sie sich bitte schön mit dem Älterwerden? Also alle Menschen, die man fragt, sagt der Sky Dumont, der altert doch sowieso nicht. Na, das hat eine kleine Vorgeschichte. Das war so, dass meine Frau und ich bei Günther Jauch waren in einer Sendung, da wurden alle Klischees bedient, Männer und Frauen und ein Verlag, ich habe früher Krimis geschrieben, rief ein Verlag an und hat gesagt, schreiben Sie doch mit Ihrer Frau zusammen ein Buch. Habe ich gesagt, oh, schön, ein lustiges. Oh. Dann habe ich zu meiner Frau gegangen und gesagt, die wollen, dass wir ein Buch schreiben. Dann hat sie gesagt, nee, das ist ja richtig Arbeit. Dann habe ich gesagt, die zahlen aber dafür. Ach so. Und dann hat sie gesagt, wie machen wir das? Dann habe ich gesagt, dann setzt du dich auf das Sofa und schreibst einfach mal, wie du mich kennengelernt hast. Und ich gehe ins andere Zimmer und ich schreibe auf, wie ich dich kennengelernt habe. Und dann lesen wir uns das vor. Na, was soll ich denn sagen? Meine Frau hat jemanden völlig anders kennengelernt. Aber es war sehr lustig. Und dann haben wir dieses Buch geschrieben. Und dann kam der Verlag und hat gesagt, jetzt schreiben Sie die Fortsetzung. Sag ich, was für eine Fortsetzung? Nein, nun kommen die Kinder und Sie sind verheiratet. Und dann habe ich alleine die Fortsetzung geschrieben. Das war Full House, die Chaos-Familie. Und das kam sehr gut. Das hat sich gut verkauft. Und dann kam der Verlag wieder. Das war auch autobiografisch mit den drei Kindern. Ach, überhaupt nicht. Der geht zum Psychologen, ist übergewichtig. Das bin ich nun, glaube ich, wirklich nicht. Psychologen bin ich auch nicht. Nein, die Leute mögen das gerne glauben, dass es autobiografisch ist. Es ist überhaupt nicht autobiografisch. Und dann kam der Verlag wieder und gesagt, nun schreiben Sie über das Alter das dritte Buch. Da habe ich gesagt, über das Alter, wie aus der Grube. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, habe es meinen Agenten immer die Kapitel geschickt, das macht man so. Und der schickte sie immer zurück und hat gesagt, ich glaube, die wollen was Lustiges. Und dann kam mir dieser Satz in den Kopf, keiner will jung sterben, aber keiner will alt werden. Das geht nicht. Entweder man stirbt jung oder man wird gut alt. Sie und das wurde dann, glaube ich, ein ganz lustiges Buch. Ich finde schon auffällig, dass beim Wort Alter Sie immer hier rüber gucken. Ja, natürlich. klar, ich will ja niemanden auf den Schlips treten. Ich habe im Vorwort zumindest schreiben Sie, dass Sie ständig an Flughäfen waren, durch die Bücherregale gegangen sind, dass überall von Forever Young und so weiter die Rede war und wenige Bücher. Also es gab auch Bücher zum Älterwerden, aber es gibt offenbar einen neuen Trend. Es gibt immer mehr Bücher zum Älterwerden. Interessant fand ich diesen Satz. Wer glaubt, dass ein Promi es beim Älterwerden leichter hat, der wird hier die ganze grausame Wahrheit erfahren. Nichts ist erniedrigender, als bei jedem Schwimmbadbesuch oder in jeder urologischen Praxis erkannt zu werden, mit entsprechenden Rückschlüssen, die die lieben Mitmenschen dabei ziehen. Deshalb also Flucht nach vorn, Ehrlichkeit und Selbsterkenntnis sind angesagt. War das jetzt auch wieder nur so eine dramaturgische Zuspitzung oder ist das tatsächlich ein wenig autobiografisch? Nein, das ist ja eher ein bisschen philosophisch, nicht? Ich glaube, dass man, wenn man älter wird, froh sein kann, dass man älter geworden ist. Und ich meinte das mit dem Promi und zum Arzt gehen. Naja, also ja, ich hatte ein Schlüsselerlebnis, als ich beim Urologen war hier in Hamburg. Als ich rauskam, kamen die zwei Sprechstunden hin und haben gesagt, können wir ein Handy machen, ein Foto? Können wir ein Foto? Das fand ich jetzt nicht so witzig. War das vor Eyes Wide Shut oder danach? Das war danach. Das war danach. Dann wollen wir doch einen Moment noch drüber reden. Das ist ja ein
opaker Film, der, sagen wir mal, mit so einer versteckten Erotik doch den Atem anhalten lässt. Wenn man sowas aufnimmt, ist da ein Stück von dieser Atmosphäre präsent oder ist das Mache wie Autoreparatur? Nein, das ist schon präsent. Klar. Wenn ich sage, ich durfte mal den Stauffenberg spielen. Und für einen Schauspieler, jemanden zu spielen, den es wirklich gab, an den sich viele Menschen erinnern. Ich habe mit der Witwe lange gesprochen. Das ist dann so authentisch, wenn man diese Rolle spielt. Und so war es da natürlich auch, weil man so in diese Situation hineingeht, weil man so in dem Kostüm ist und an den Drehorten. Das ist schon eine unglaubliche, ja, es ist halt sehr beeindruckend, das muss ich sagen, ja. Und Sie bereiten sich vor durch solche Gespräche bei authentischen Filmen und bei anderen, die rein fiktional sind. Wie bereiten Sie sich da? Naja, also wenn es fiktional ist, dann lernt man halt diese Rolle und spielt sie ja für sich selber, indem man den Text sich sagt. Und dann kommt man ans Set und der Regisseur wird es völlig anders. Mhm. So ist es meistens. Ich finde es sehr elegant, wie du das Thema Eltern und Älterwerden einfach umschifft hast. Ja, aber wir sind ja der gleiche Jahrgang. Das hatten wir vorher abgemacht. Macht man das? Ist das auch ein Tipp? Wir kriegen heute die Frage, was ist rechts und links? Ja, also ich bin jetzt so ein bisschen durcheinander. Eigentlich wollten wir ja über das Älterwerden sprechen, aber offenbar ist das Geheimnis, es einfach zu lassen. Habe ich das richtig verstanden? Nein, man muss auf elegante Weise es umgehen und es ironisch bearbeiten. Und ich finde das hervorragend gemacht. Bevor andere über einen reden, reden man besser über sich selbst. Ich habe ja immer gesagt, mach alle Witze über dich selber, bevor sie die anderen machen. Sie haben vorhin gesagt, für Sie ist das Schönste, wenn Sie ganz alleine irgendwo sitzen und schweigen können. Es heißt aber auch, für Sie sei es besonders schön, vielleicht nicht der siebte, aber irgendein anderer Himmel, wenn Sie in den Technikhimmel steigen dürfen. Und Sie würden sich wünschen, einmal nachts allein, ich weiß nicht, wie diese ganzen besonderen Technikmärkte heißen, ich will auch keinen hervorheben, dort eingeschlossen zu werden. Was würden Sie denn da tun? Ja, ich liebe Computer, ich liebe alles Technische, ich liebe die digitale Welt und auch in der ist man allein und das ist schön. Und man kommuniziert, ohne die Leute anschauen zu müssen, ohne sie anfassen zu müssen. Ich liebe die technische Welt. Okay, aber ich meine, da sind wir schon wieder beim Älterwerden. Es gibt ja vielere, also man darf natürlich mit Klischees, muss man ja auch vorsichtig sein, aber es heißt immer, es sei für viele ältere, aber weitaus ältere Menschen als Sie, natürlich viel, viel, viel Generationen gibt's älter. Das? Im Prinzip könnte es manchmal schwierig sein, sich mit neuen technischen Innovationen zurechtzufinden und ich gehöre auch schon zu dieser älteren Generation. Also das nächste iPhone, die nächste App, das nächste Ding. Ich aber weil sie es nicht interessiert hat. Meine Mutter ist 94 und hat ein iPad und ein iPhone und kann damit wunderbar kommunizieren und schreibt mir E-Mails mit ihrem Powerbook. Wenn man sich für etwas interessiert, dann verfolgt man das auch noch im Alter. Und warum soll das Alter irgendetwas einschränken, außer dass man vielleicht die Treppen nicht mehr so gut hochkommt und die Socken morgens anziehen kann? Aber was schränkt es sonst ein, das Alter? Gar nichts. Die Galaktische Republik wird von Unruhen erschüttert. Die Besteuerung der Handelsrouten zu weit entfernten Sternensystemen ist der Auslöser. In der Hoffnung, die Angelegenheit durch eine Blockade mit mächtigen Kampfschiffen zu beseitigen, hat die unersättliche Handelsföderation jeglichen Transport zu dem kleinen Planeten Nabu eingestellt. Während der Kongress der Republik endlose Debatten über diese beunruhigende Kette von Ereignissen führt, entsandte der oberste Kanzler insgeheim zwei Jedi-Ritter, Wächter des Friedens und der Gerechtigkeit, um den Konflikt beizulegen. Aus Krieg der Sterne, Prolog, Episode 1 von George Lucas. Lieber Herr Hauschild, kennen Sie den Text? Ich habe den Film gesehen, ja. Daher kenne ich den. Okay. Wie viele Stunden am Tag sitzen Sie vor Fernrohren? Gar nicht. Ich bin Theoretiker. Ich bin so eher so ein Simulant. Ja? Ich simuliere Sterne und Planeten. Ich mache das selber. Die Kollegen lassen mich die Teleskope nicht anfassen. Das ist viel zu gefährlich. Das heißt, ob es die Sterne wirklich gibt, über die Sie reden, ist ganz offen. Da frage ich den Kollegen, der die Dinger beobachtet. Ja, und was machen Sie dann, wenn jemand anders Sie beobachtet und Sie betreiben Astronomie? Ich mache Modelle für die Dinger, die die Kollegen beobachten.
Und man kann dann die Modelle mit den Beobachtungen vergleichen und daraus lernen, woraus die Planeten sind, wie Temperaturen, Drücke etc. sind. Das ist also sozusagen mein Job, ist aus den Beobachtungsdaten die Physik rauszusaugen und zu bestimmen, was wir eigentlich wirklich da sehen. Ein Forschungsteam unserer Universität hat ja gerade einen neuen Exoplaneten, ich habe keine Ahnung, was das ist, Sie werden es erläutern, entdeckt. Wie haben die das denn gemacht? Aufgrund ihrer Modelle oder haben die wirklich geguckt? Nee, da guckt man lieber. Es ist immer, also den Modellen darf man nie trauen. Ja? Also ein Modell, das perfekt fittet oder ein Modell, das sozusagen irgendetwas genau wiedergibt, dem würde ich extrem misstrauen. Weil das kann gar nicht angehen. Ja? Nee, das war eine Sache, warum? Die... Warum muss weil ein Modell ist immer eine Abstraktion der Wirklichkeit. Ein Stern ist keine Kugel. Die Wirklichkeit kann nie so perfekt sein wie ihr Modell. Ja. Okay. Das ist, also man versucht das natürlich immer zu machen, aber wenn man sagt, man ist fertig, dann hat man keinen Job mehr. Das ist auch doof. Ja. Sie haben drei Plakate, oder was sind das eigentlich? Das sind Sterne, keine Sternbilder, sondern Blicke auf Planeten, oder vielleicht erklären Sie, was das ist. Ich finde, das rechte sieht für mich überhaupt nicht nach Weltall aus. Und das Ding hier, der Eagle Nebula, ich meine, das ist eines der berühmtesten Bilder vom Hubble Space Teleskop, das als erstes gemacht wurde. Ja. Das ist damit auch die Pillars of Creation. An den Spitzen von diesen drei Elefantenrüsseln, die man da so hoch sieht, da sitzt jeweils ein junger Stern. Ein Stern, der gerade dabei ist, fertig zu werden. Noch nicht ganz fertig ist, aber schon anfängt ordentlich zu strahlen. Und der blastet in seiner Umgebung alles sozusagen frei. Und was Sie dann noch sehen, sind so die Reste von dem Staub, der einmal die ganzen Dinger umschlossen hat. Diese Dinger, die da runtergehen, das ist hauptsächlich so Staub. Ja. Okay. Und der Rest von dem Staub, der da also schon oben wäre, der wurde schon weggepustet oder aufgelöst. Das ist also sozusagen den Rest, den man noch sieht. Das ist eine geile Bilder. Gibt es einen Unterschied zwischen Planeten und Sternen? Ja, klar. Ein Stern ist also nach strengter, für alles gibt es Definitionen. Ja, man muss ja alles seine Ordnung haben. Ein Stern ist also ein Objekt, das seine Energie durch Kernfusion, stabile Kernfusion erzeugt. Ja, also die Sonne, andere Sterne. Ja, ein Planet ist im Wesentlichen entweder eine Gaskugel oder eine Steinkugel, die das nicht tut. Im Prinzip ist der Unterschied einfach nur die Gesamtmasse des Objektes. Ja. Wenn Sie also eine Masse haben, die größer ist als was ich so... Schauen Sie sich nicht bei schwierigen Sachen schon. Diese Größe, also 70 Mal die Masse. Wahrscheinlich hatte er den Eindruck, Sie sind der Einzige, der das von uns jetzt so richtig versteht. Nein, das ist einfach nur... Ich kann es nur spielen. was ist dann der Exoplanet? Der Exoplanet ist einfach nur ein Planet, der nicht um die Sonne kreist, sondern um einen anderen Stern, der nicht die Sonne ist. Mm, okay. Also einer, der nicht... Außerhalb unseres Sonnensystems. Ja. Okay. Also. Den haben Wissenschaftler von der Uni Hamburg entdeckt? Ja, ich bin auch daran beteiligt gewesen, zumindest indirekt, über ein paar Modelle. Mit den Modellen? Ja, aber nur sehr indirekt in diesem Fall. Die haben erst gezeigt, was es halt nicht ist, und dazu haben sie ein Modell benutzt. Okay. Und was ist das Besondere daran, jetzt diesen neuen Exo? Die haben das Ding gesehen. Sie sehen also auf diesem Bild, hat die Uni ja auch, und das ist auch ich glaube, ESO Picture of the Week oder irgendwie sowas. Da sehen Sie also den Stern. Die haben ein Hochleistungsteleskop der ESO, der Europäischen Südsternwarte, verwendet. Das sind diese 8-Meter-Spiegel in Chile, worauf Sie den Stern sehen. Das ist so ein riesiger blauer Fleck. Ja. Und daneben, ganz oben, ist so ein kleiner, dunkler, viel, viel kleinerer Fleck. Und das ist der Planetenkandidat. Muss ja mal vorsichtig sein. Ein Planetenkandidat. Ein Kandidat für einen Planeten. Wer entscheidet dann, ob er einer wird? Muss zeitlich warten und beobachten. Okay, und hat der schon einen Namen? Der hat eine Hausnummer. Das sind immer irgendwelche Codenummern, die ziemlich lang sind, die merke ich mir nie. Milchstraße 123. Ihre Frau hat Ihnen mal einen Stern geschenkt, ne? Oder? Ja. Woher wissen Sie das? Wir wissen alles. Ja. Das war kein erfolgreiches Geschenk. Gab es den wirklich? Was weiß ich? Wie heißt er denn? Keine Ahnung. Sky. Nein. Sky 1. Nein. Ich fand das ein doofes Geschenk. Was soll ich mit dem Stern? Ich kann ihn nicht essen. Ich kann ihn nicht fahren. Ich kann nicht draufsitzen. Man kann nicht hinfahren. So ein doofes Geschenk. War sie schwer enttäuscht? Ja. Aber da läuft sie durch. Ein enttäuschtes Ehepaar. Jetzt, absolut. Stellt sich natürlich die Frage, fahren wir irgendwann zu den Planeten, außer dem Mond, der keiner ist, hin? Also innerhalb des Sonnensystems kann man das wahrscheinlich schaffen, ja, wenn man genügend Knete reinwirft. Außerhalb des Sonnensystems können Sie das völlig vergessen.
Es sei denn, irgendeiner kommt auf die Idee, diese Star Trek-Technik da zu entwickeln, eine Star Wars-Technik zu entwickeln, worauf es gar keinen Hinweis gibt. Die Entfernungen zwischen Sternen also sind einfach so groß, dass man da nicht hinkommt. Ja. Man müsste da Geräte bauen, die ich weiß nicht. Also entweder sie müssen mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, dann dauert es nur 4-5 Jahre, um zum nächsten Stern zu kommen. Das ist allerdings mechanisch und technisch nicht machbar, nach heutigem Wissen. Oder sie müssen halt langsam fliegen und dann sind sie halt mal 50.000 Jahre unterwegs. Ja, und das, es gibt kein technisches Gerät auf diesem Planeten, das länger als ein paar hundert Jahre funktioniert. Ich glaube, das älteste ist eine Uhr, die seit 300 Jahren oder sowas vor sich hinläuft. Die wird auch ständig gewartet, glaube ich. Ja, aber es gibt kein technisches Gerät, das... Und was ist mit Beamen, dass ich da irgendwie so hingebeamt werde? Ja, es könnte funktionieren, aber dazu müssten Sie erst an dem Ort sein, wo Sie hinwollen, um da eine Quantenkorrelation zu machen. Und ja, dann könnten Sie sich beamen. Das heißt, man kommt um das Problem nicht herum. Das bringt mich nicht so richtig weiter. Nee. Aber ich meine, zumal diese ganze Geschichte ja expandiert. Also ich meine, das Weltall, jedenfalls behaupten das einige Kollegen von Ihnen oder sehr viele. Wie muss man sich das vorstellen? Es wird immer größer. Was ist denn da, wo es jetzt noch nicht ist? Also es ist keine Behauptung. Es ist eine bewiesene Tatsache. Ja, es ist eine der Sachen, die da sollten wir extrem vorsichtig sein, wenn Leute das behaupten. Das ist eine Beobachtungstatsache, genauso wie die Beobachtungstatsache, dass es Planeten und Sterne gibt. Ja. Das richtig Gemeine daran ist, es ist ja nicht nur expandierend, es ist sogar beschleunigt expandierend. Die Expansion wird immer schneller. Ja, wir hätten verstanden, wenn sie immer langsamer wäre. Das hätte sie sein sollen. Ja. Aber wie misst man bitte die Ausdehnung des Weltalls? Wie misst man das? Also sie gucken zum Beispiel in sehr weit entfernte Sternexplosionen hinein. Also man kann... Die Sie vorher nicht auf dem Radar hatten, sozusagen. Nur, das sind Explosionen, die sieht man halt mal für ein paar Wochen und dann ist Schluss. Ja? Und dann können Sie mit genügend Tricks und genügend guten Kollegen der Beobachtung, ich kann das nicht, feststellen, wie weit die Dinger weg sind. Mhm. Und da kommt man halt auf diese berühmten 13 noch was Milliarden Lichtjahre, oder Jahre, die das Universum ungefähr alt ist. Und wenn man guckt, das kommt auch ungefähr hin. Dann können Sie durch andere Tricks wiederum ausrechnen, wie weit das Ding weg ist, wie schnell es sich entfernt, und dann kannst du sich angucken, wie schnell das Universum ist. Und jetzt möchte ich das schon wissen, da, wo das Weltall jetzt noch nicht ist, was ist dort jetzt? Gar nichts. Es ist also so, dass der gesamte Raum, das gesamte Weltall expandiert. Es ist nicht so, dass es in etwas hinein expandiert. Okay. Also meiner Meinung nach ist das Schlimmste, was man dem Ganzen machen kann, sich vorstellen zu wollen, wie das funktioniert. Das können wir nämlich nicht. Dazu sind wir nicht gemacht. Sind dazu gemacht, auf der Erde rumzulaufen, da uns da hinten irgendwo einen Löwen zu sehen und schnell wegzulaufen oder ihn anzugreifen oder sowas. Die sind nicht dafür gemacht, Objekte, die im vierdimensionalen Raum existieren, uns vorzustellen. Wir sind nicht mal gemacht zu verstehen, warum jemand hier eine ganze Nacht in einem Taschenladen verbringen will. Ich glaube, das Rätsel ist noch schwerer zu verstehen. Wobei ich vorhin überlegt habe, doch sagen zu wollen, wenn ich wählen könnte zwischen einem Computergeschäft und einem Handtaschengeschäft, wüsste ich nicht, ob ich mich so eindeutig entscheiden könnte. Du würdest wahrscheinlich ins Handtaschengeschäft. Handtaschen, ja. Aber nur, weil da Frauen sind. Weil da Frauen eingesperrt sind. Geben Sie es zu. Wenn dort welche eingesperrt sind. Gut, also das lassen wir jetzt mal zur Seite. Aber jetzt möchten wir gerne wissen, gibt es irgendeine nennenswerte Wahrscheinlichkeit, dass außer uns, die hier auf diesem Globus herumlaufen, noch etwas Ähnliches existiert? Gibt es Hochrechnungen? Ich meine, das werden Sie wahrscheinlich ganz oft gefragt, aber wir wollen es jetzt natürlich final wissen. Wir wollen es final wissen, ja. Das ist eine Frage, die sich seit bestimmt 2.000, 3.000 Jahren stellen. Ja. Was wissen wir? Also was kann man wirklich sagen, was man weiß erst einmal? Ja. Wir wissen, dass es Planeten gibt, Exoplaneten gibt. Verdammt viele davon. In unserer Milchstraße wahrscheinlich ein paar hundert Millionen, wenn nicht mehr. Das ist eine konservative Schätzung. Von denen Sie jetzt einen entdeckt haben, einen neuen? Meine Kollegen haben den entdeckt. Ich will da keinen falschen Kredit nehmen. Ja. Man baut halt Statistik auf, eine nach den anderen. Ja. Davon gibt es auch eine ganze Reihe, mehrere hundert, die bekannt sind dafür, Erdgröße zu haben, ja, erdähnliche Größe zu haben, so zwei-, dreimal größer und in einer Entfernung von ihrem persönlichen Elternstern zu kreisen, die so ist, dass auf diesem Planeten rein technisch flüssiges Wasser drauf sein kann. Das bezeichnen wir mal dadurch, weil wir nicht mehr wissen, als so erdähnlich. Ja? Die Frage, die sich dann stellt, wenn Sie diese Dinge haben, ja, wie viele von denen machen Leben? Das wissen wir heute gar nicht. Ja? Es lässt sich beobachten, aber nicht mit der Technik, die wir heute haben.
Das dauert dann noch 5 bis 10 Jahre, bis vielleicht die ersten Geräte kommen, mit denen man sowas, wenn man Glück hat und die Sterne stehen gut, ja, beobachten kann. Also das ist eine Frage, ob es da wirklich was gibt. Das kann man denn detektieren. Ja? Ozon, Sauerstoff, Umweltverschmutzung, radioaktive Verstrahlung, das kann man im Prinzip detektieren. Das geht. Wenn Umweltverschmutzung ist, dann gibt es Menschen. Dann gibt es, ja, genau. Ja, ob wir intelligent sind, ist eine ganz andere Frage. Ja? Die will ich doch gar nicht, also die habe ich noch nicht aufgeworfen. Ja? Also das ist eine Frage, die man erstmal sozusagen beobachtungsmäßig erklären. Also dadurch erwinnt man die Erkenntnis, dass es da ist oder nicht. Es gibt ein altes Prinzip, das kopernikanische Prinzip, das im Wesentlichen einfach nur besagt, wir sind nichts Besonderes. Ja, wir sind nichts irgendwie ausgezeichnet. Kopernikus hat das benutzt, um sozusagen, okay, warum soll die Erde im Zentrum des Universums sein? Wenn wir nichts Besonderes sind, ja, war das. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es etwas Ähnliches, nicht Besonderes vielleicht noch... Das ist das Argument, ja, aber es heißt natürlich nicht, dass es das wirklich gibt. Es hängt dann davon ab, wie schnell und wie leicht macht so ein Planet Leben. Ja. Ist das einfach? Ist es sehr, sehr schwierig? Ist es extern kreiert? Ja, und deswegen... Extern kreiert ist interessant. Extern kreiert? Wenn Sie den Kollegen der Kirche glauben, der Religion glauben. Vor allen Dingen, wie müssten wir die Schöpfungsgeschichte umschreiben? Ach, das mit der Rippe. Ja, das mit der Rippe wäre dann schwierig wahrscheinlich, wenn wir noch weitere finden würden. Interessant ist aber, wir haben ja vorher sehr viel diskutiert, als wir diesen Star Wars Text uns überlegt haben, ob denn eigentlich jemand, der sich professionell mit Astronomie beschäftigt, so ein... ich will jetzt nicht sagen Quatsch, aber doch große Fiktion, sich überhaupt anschaut. Und offenbar tun sie das. Ja, man amüsiert sich dabei königlich, wenn der riesige imperiale Sternenzerstörer über einen wegfliegt und rummelt. Ja, im Weltraum ist keine Luft, man hört nichts. Das Ding wäre leise. Die Geräusche, ah, okay. Ja, das hat zum Beispiel Kubricks Film 2001 viel besser gemacht. Er war korrekt, was das anging. Mhm. Ja. Aber es macht natürlich kein Kino. Ne? Aber achten Sie auf diese Details oder folgen Sie auch der Story? Und, Die Story ist manchmal so schlecht, dass man der besser nicht folgt und dann lieber sich auf die Details konzentriert. Dafür gibt es Applaus. Wahrscheinlich sind jetzt sehr viele verärgerte Star Wars-Fans unter uns. Ich möchte jetzt wissen, wenn diese grünen Männchen kommen, und es gibt sie wirklich, warum sollen die grünen? Kommt dann, ja, so violette. Gibt es dann eine Verlegenheit für die Theologie? Nee. Also die biblische Schöpfungserzählung erzählt hauptsächlich, dass Sonne und Sterne und so weiter keine Götter sind, sondern also von dem Gott gemacht worden sind, der das Volk Israel aus Fronarbeit und Gefangenschaft geführt hat. Das ist sozusagen eine Entmythologisierungsgeschichte. Ja? Das für uns sozusagen ist das, was jeder machen, völlig mit dem kompatibel. Ja. Ja? Herr Dumont, Sie moderieren jetzt eine Mystery-Serie. Hat die was zu tun mit dem Himmel, mit der Astronomie? Nein. Nein, das hat was damit zu tun, dass Sie mich gut bezahlt haben. Das geht so um so okkulte Dinge, an die ich eigentlich nicht so wahnsinnig glaube. So merkwürdige Sichtungen und so weiter und so fort. Und das ist immer etwas gewesen, was die Menschen sehr fasziniert hat. So. Mhm. Das ist so ein bisschen wie im Flugzeug. Frau Hölscher, wenn die das im Flugzeug verteilen, dann gibt es, ich finde es faszinierend, mit welcher Freundlichkeit das Ganze vonstatten geht. Ich darf offenbar nicht weiterreden, denn es gibt ein großes Donnerwetter. Während es jetzt gleich weitergeht, möchte ich auch Sie teilhaben lassen an dieser für viele vielleicht doch notwendigen Erfrischung. Also, es geht weiter, aber ich werde währenddessen, Tomaso, du entschuldigst. Also eigentlich müsste sie ja reinwerfen. Lächeln. Ich bitte, lass dich nicht stören von mir. An jedem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe in meinem Arm, wie einen holden Traum. Und über uns, im schönen Sommerhimmel, war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen, still herunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei, so sage ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst.
Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Kuss. Ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wäre. Die weiß ich noch und werde ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer. Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten. Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Erinnerung an die Marie A. von Bertolt Brecht. Herzlichen Dank an dieser Stelle schon einmal an Tommaso Cacciapotti, der für uns immer ganz sensationell unsere Texte vorträgt. Also, herzlichen Dank. Frau Braun, es ist warm und Sie haben fantastisch durchgehalten. Ich nehme an, Sie erleben in Ihrem Berufsleben viele Menschen, die das ständig tun müssen, weil einfach hinter der Bühne und auf der Bühne unglaubliche Anstrengungen stattfinden, um zum Beispiel einen perfekten Himmel zu kreieren. Ja, genau. Wie oft müssen Sie überhaupt Himmel auf die Bühne zaubern oder an die Bühne zaubern? Es gibt immer Himmel. Also alles hat ein Oben, ein Unten, ein Hinten, ein Vorne, ein Rechts und ein Links. Egal, also immer. Das heißt, je nachdem, was man jetzt gerade hat, also man muss sich vorstellen, es kommt von außen ein Regie-Team mit einem Regisseur, mit einem Bühnenbildner, mit einem Kostümbildner. Jetzt, ich bin im Opernbereich mit seinen Stars. Und ja, die haben sich was überlegt, wie sie jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Stück gestalten wollen. Was fällt mir da? Zum Beispiel, ich habe an der Bayerischen Staatsoper den Ring des Nibelungen gemacht mit dem Herbert Wernicke. Und seine Idee war, die Kulisse des Ringes ist der Zuschauerraum des Bayreuther Festspielhauses. Also sprich, es schauen die sich zwei... Die Kulisse ist der Zuschauerraum. Ja, es schauen sich zwei Räume an. Der eine Raum ist der originale Zuschauerraum, München, Staatsoper. Also das wären jetzt das sind die Seite. Das sind die da, genau. Und wir sitzen jetzt auch in dem Zuschauerraum. Und Bayreuth ist ja amphitheatralisch angeordnet, also es ist ein Trichter. Wenn man falsch rum in den Trichter schaut, sieht man nicht wirklich viel. Mhm. Also ich musste praktisch diese... Also das war die Idee. Der hat nicht mal einen Entwurf gemacht. Der hat mir einfach nur gesagt, was er haben will. Das war reiner Zufall, dass ich eben gerade, ich war ja vorher 4 Jahre in Bayreuth, aber das war damals nicht, war nicht klar, dass das dann meine Aufgabe sein wird. Die Jobbeschreibung war eine andere? Nee, ich wusste, ich mache technische Produktionsleitung, aber ich wusste nicht, dass mein erstes Stück der Ring ist. Und ich wusste, dass es der Ring ist, aber ich wusste nicht, dass das Bühnenbild sein wird. Und dann habe ich angefangen, diesen Raum so aufzubiegen, dass er noch aussieht wie Bayreuth, aber trotzdem als Kulisse dienlich ist. Und worauf ich hinaus will, ist natürlich auch, Bayreuth hat natürlich auch einen Himmel. Also wenn man im Festspielhaus sitzt und nach oben schaut, dann sieht man ein imitiertes Sonnensegel. Also man soll das Gefühl haben, man ist im Freien und man hat dieses offene, freie Gefühl. Es war ja auch sehr liberal, alle haben gut gesehen. Es war ja also auch von den Anordnungen der Zuschauerplätze. Also da habe ich zum Beispiel einen riesengroßen Himmel gebaut als Plafond. Das ist aber nicht einer der beiden Himmel. Sie haben uns auch zwei Bilder von unterschiedlichen Himmeln mitgebracht. Ist der dabei? Nein, der linke ist auch ein Ring, aber das ist das war mein erster Ring. Also ich habe schon 5 hinter mir. Sie sind viel oft beringt. Ja, genau. Also wenn man lange am Theater ist, dann sammeln sich die Ringe so ein bisschen an. Das ist der Rosalie-Ring, auch Bayreuth. Ich habe in Bayreuth der 97 angefangen. Ich glaube, der kam 95 raus. Und das ist jetzt Siegfried, Waldleben. Wir sind jetzt links, oder rechts? Wir sind jetzt links, das genau. Grüne. Ein Himmel aus Regen. Sind das Regenschirme? Ja, also es ist so, die Rosalie, mit der mache ich jetzt gerade, die macht jetzt gerade was für die Elbphilharmonie, also die Eröffnung der Elbphilharmonie nächstes Jahr. Die hat mir neulich erzählt, also sie lag praktisch am Zahnarztstuhl und hat dann hat sich einfach überlegt, wie wäre das, wenn sie jetzt auf der Wiese liegt und über ihr ist ein Blätterdach und sie ist im Wald und die Sonne scheint so rein, wie sie das machen kann. Und dann ist sie da drauf gekommen, dass sie grüne Regenschirme falsch rum aufhängt, von oben reinleuchtet und die ganzen Schirme hängen an verschiedenen Zugstangen. Und es ist die Stelle Waldweben und dann gibt es so eine bestimmte Stimmung, die einprogrammiert ist und dieser ganze Himmel wabert und man hat das Gefühl, der Wind streicht so durch die Bäume.
Aber das, auf diese Idee kommt man auch. Den Zahnarztstuhl finde ich auch nicht schlecht. Und was ist das rechts? Das sieht aus wie ein Das ist ein markgräfliches Opernhaus in Bayreuth. Das war jetzt einfach ein Beispiel. Ich hatte noch ein paar andere Sachen dabei, aber die kamen nicht so gut rüber wegen der Sichtbarkeit. Also es ging ja um Himmel und man sieht jetzt hier, wie man Himmel noch darstellen kann. Es ist halt extrem simpel, aber das ist jetzt barock. Ich mache einfach Wolkenblenden, die hänge ich hintereinander und dadurch kriege ich ein räumliches Gefühl. Mhm. Früher waren ja die Theater zum Beispiel, also jetzt auf der anderen Seite, die hatten ja oft einen Bühnenfall, damit man praktisch mehr Tiefenwirkung hat. Vorne stand der Erwachsene, hinten stand das Kind mit dem gleichen Kostüm und man hat das Gefühl, die Bühne ist unendlich tief und er ist wahnsinnig weit weg und diese Dimensionen aufzublasen künstlich und genau, also einfach mit Perspektive arbeiten. Okay. Genau. Wollen wir einmal, Stichwort Perspektive und Wolken, einmal zu Mariano rübergehen, wenn Sie einmal mit mir mitkommen würden, das wäre toll. Ich weiß nicht, möchtest du auch mitkommen, Dieter? Finde ich so langsam an der Zeit oder sind wir zu früh? Ist gut? Ja. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, was war Ihre Idee vorher im Kopf und was ist das für ein Himmel? Bei welcher Inszenierung oder wann würden Sie diesen Himmel auf die Bühne oder über die Bühne oder an die Bühne bringen? Soll ich oder soll er? Ja, Sie. Ich fange an. Es ist so, wir haben jetzt nur für Sie heute ein Stück Himmel rausgesucht, was er überhaupt schaffen kann in eineinhalb Stunden. Sie müssen sich vorstellen, unsere Bilder, die sind 18,40 Meter breit und 12 Meter hoch. Wir malen die auf dem Boden im Stehen mit langen Pinseln. Das heißt, Sie haben einen Riesenraum. Ich habe einen riesen Malsaal ohne Säulen, mit gleichmäßigem Tageslicht, mit einer bestimmten Luxzahl. Er steht auf dem Bild und malt. Mhm. Das heißt, für so einen Hänger malt er vielleicht 3 Wochen. Das heißt, man steht in den Wolken, die man eigentlich gerade kreiert. Mit Strümpfen sozusagen auf den Wolken drauf und malt. Okay. Ist das schwieriger für Sie, jetzt im Stehen zu malen? Ja. Ja? Auch wenn die Farbe läuft so und dann kann ich nicht so nass. Ich kann nicht nass. Okay. Aber wie ein Aquarell malen, da muss ich sehr trocken malen. Okay, ist das Acryl oder Ölfarbe oder was ist das? Das ist ähnlich wie Acrylfarbe. Aber jetzt so früher Maler, die stellt man sich doch immer an der Staffelei stehend vor. Ich habe noch nie gehört, dass Maler so über Kopf quasi... So kann man besser sehen, wenn man so nah ist, man verliert den Überblick. So. Und das Besondere ist eben am Theatermaler, das ist gar nicht so einfach, weil er ja draufsteht und die Perspektive halten muss, obwohl er sie nie hat. Mhm. Er steht ja nicht auf der Leiter und macht Lasermalen, sondern er steht da drauf. Das heißt, zwischendurch geht er mal hoch auf die Leiter oder auf die Galerie und kontrolliert sein Bild. Und was er auch machen kann, ist, wir rastern ja alles. Also das heißt, man legt sich ein Raster an, zum Beispiel einen halben Meter Raster und zeichnet erstmal vor, so wie es wahrscheinlich jeder irgendwann mal gelernt hat früher, und zeichnet mit Kohle vor. Und die kann man dann später wieder wegblasen. Und wie ist dann der erste Moment, wenn Sie also das liegende Bild dann zum ersten Mal aufspannen und dann tatsächlich auf der Bühne sehen? Gab es da schon mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, das ist überhaupt nicht das, was ich gemalt habe, das ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder ist das ein besonders erhebendes Gefühl? Das ist schön, weil es wird lebendig. So, wenn da ein Malsaal ist, hat noch keine Leben. Aber wenn auf der Bühne ist mit Beleuchtung und Sänger, das hat Leben. Also... Und es gibt auch oft Himmel auf Tüll gemalt zum Beispiel. Es ist besonders schwer, weil wenn man es malt, hat man den Unterleger drunter und man sieht das volle Bild. Wenn man den Tüll abnimmt, dann hat man ja ein Gitter. Mhm. Und das sieht anders aus. Also es sieht beim Malen anders aus, als es später wirkt. Und man kann das ganz toll beleuchten, weil man kann den Tüll dicht leuchten und man kann ihn transparent leuchten. Und man kann auch einen Übergang leuchten. Und ich hatte mal, steht eine Tiefe im Himmel. Genau, also wir hatten mal zum Beispiel ein Meer, das auf der Bühne zum Leben erweckt wurde, weil dahinter war ein gemaltes Meer mit tosendem Wellengang und davor war ein ruhiges Meer. Und mit dem Licht konnte man das so machen, dass es das Gefühl hatte, das Meer bewegt sich. Ja, in diesem Fall, man darf keinen Fehler machen. Man darf auf keinen Fehler? Nee, das ist wie ein Aquarell und dann, das ist der einzige Fall, wo man kann den Fehler nicht korrigieren. Man kann nicht reparieren. Wie streng ist Frau Braun als Chefin? Okay, wir hören uns mal. So schlimm bin ich doch auch. Ich glaube, es ist niemand im Raum, der sich hier zutrauen würde, auch nur annähernd so etwas zu machen. Wahrscheinlich in der ganzen Stadt niemand. Es ist einfach großartig und das müssen wir jetzt auch. Vielen Dank, Mariano. Und das ist
Sie das in der kurzen Zeit tatsächlich so großartig geschafft haben. Wir haben auch schon überlegt, was wir hinterher mit dem Bild machen. Wir haben uns aber noch nicht entschlossen. Oder hast du inzwischen eine Idee? Da wir es bekommen, dieses Bild, wir heißt die Universität, werden wir es versteigern für einen guten Charity-Zweck, den wir uns noch überlegen werden. Wahrscheinlich beim Universitätsball. Okay, also merken Sie sich das bitte schon mal vor, wenn Sie dem Himmel nah sein wollen, der Uniball dieses Jahr wahrscheinlich im Oktober, November. Und die Cloud Appreciation Society, die hat dieses Buch rausgebracht, das sind ja die Wolkenwürdigungsgesellschaft. Und ich habe lange geguckt, welche Wolken denn überhaupt, was würden Sie sagen, die? Nein. Die auf keinen Fall, das sind die Pyrocumulus. Die ist absolut barock. Die ist barock. Ja, und das ist eigentlich nur so ein Dunst. Ja, die aber wenn, dann eher die als die anderen. Die nennt sich interessanterweise die bescheidene Wolke, Cumulus Humilis. Ich meine, das wäre vielleicht für die nächste Inszenierung, die dann nicht so ganz so opulent sein soll, vielleicht eine Cumulus Humilis. So also die Schwierigkeit ist immer, man muss das Gefühl haben, die Wolke schwebt und nicht die Wolke fällt auf den Boden runter. Und das ist gar nicht, das ist richtig schwer zu malen. Wirklich. Sie schwebt, aber ja. Sie schwebt. Gar keine Frage. Ich finde, sie schwebt wunderbar. Tristan und Isolde, haben wir vorhin schon kurz reingehört. Sie haben mir ja erzählt, das ist eigentlich die Oper, bei der Sie das himmlischste oder das besonderste Gefühl zumindest hatten. Wie war die Zusammenarbeit in Sachen Bühnenbild und Wolken oder kamen Wolken gar nicht vor im Bühnenbild? Bei Tristan und Isolde? Nein, da gab es Wasser. Ist Wasser auch schwer zu malen? Das haben wir mit Licht gemacht und mit technischen Tricks. Wir hatten eine Schräge mit Plexiglas und hatten verschiedene Walzen, in die Licht eingebaut war, mit verschiedenen Gobos. Und dadurch, dass man die gedreht hat, hat man das Gefühl gehabt, es rinnt Wasser eine Riesenschräge runter. Mhm. Wow. Herr Dimon, als Theaterschauspieler, was Sie jetzt nicht mehr sind, aber ja schon gewesen sind, kriegt man eigentlich von diesen unglaublichen Künsten etwas mit, was die Techniker und Bühnenbildner machen? Oder ist das dann einfach da? Und Nein. Ja. Also zum Beispiel Nölte, den wird wahrscheinlich kaum mehr jemand kennen. Der machte zum Beispiel in Tschecho. Und da kam sogar das Licht durch das Schlüsselloch durch. Das war ein Bühnenbild, das ging auf und dann war man einfach plötzlich in einem anderen Raum. Bühnenbilder sind sowas unglaublich Wichtiges, weil sie eine solche Atmosphäre gleich herstellen, wo du dich als Schauspieler natürlich oder als Sänger sicherlich sofort kriegst du einen richtigen Turboschub und für den Zuschauer auch, weil plötzlich er wird richtig eingesaugt. Ich kann es gar nicht sagen, wie wichtig das heißt, gute Bühnenbilder sind. Es gibt auch Bühnenbilder, in denen man sich nicht wohlfühlt als Schauspieler. Ja, sicher, absolut. Absolut. Okay. Ja. Das merkt man auch sofort. Ja. Also es gibt Andreas Kriegenburg, ist ja gerade ein Regiestar, der macht jetzt bei uns demnächst Frau ohne Schatten. Mhm. Der sagt, Bühnenbilder sind Arbeitsräume. Yeah. Wahnsinnig hohe Probenansprüche, hätten natürlich gleich alles im Original zur Probe, damit die Darsteller richtig eintauchen können. Auf jeden Fall sind die Bühnenbilder ja auch das, was uns als Zuschauern, oder wenn wir in einen Raum gehen, bevor die Schauspieler überhaupt da sind oder sobald der Vorhang aufgeht, sind die Figuren der Schauspieler ja relativ klein und dieses Bühnenbild ist überwältigend. Und wenn dann die Musik kommt, ich glaube, das ist dann dieser Moment, wo wirklich gerade in der Oper man dieses doch etwas erhabene Gefühl hat. Geht Ihnen das, also ist Oper für Sie erhabener als Theater mit der Musik? Oder sagen Sie, das ist für mich genau, wie Herr Dumont vorhin gesagt hat, das ist, wie war das mit dem Schnapsverdienen? Also für mich ist der Reiz, Oper ist einfach, ich sehe das jetzt natürlich aus meiner Sicht. Für mich ist der Reiz, Oper ist einfach groß und bombastisch und gigantisch und es ist eher katholisch als evangelisch, sage ich jetzt mal. Und das stehe ich total drauf. Ein guter Vergleich. Weil ich einfach Vollgas geben kann und einfach richtig machen kann und es wirkt auch nicht übertrieben, es wirkt auch nicht overdosed, sondern es wird gewollt. Und man kann einfach zeigen, was man kann und man ist hinterher, sitzt man da, manchmal sitzt man im Zuschauerraum und denkt sich, es sieht aus wie das Modell 1:1, unglaublich. Und man hat was damit zu tun. Ich fassen. Habe nie begriffen, warum die singen müssen, wenn jemand stirbt. Wären wir wieder beim Schweigen. Ich war bei West Side Story, habe ich mir gedacht, jetzt stirbt die, warum singt der? Na gut, aber das ist jetzt auch keine klassische Oper. Nein, bei der Oper singen sie ja noch mehr und immer ins Publikum rein. So, apropos. Weil das ist ja bei uns ein Gesetz, du darfst nicht ins Publikum spielen. Das ist unser Donner und wir waren gerade bei dem Gefühl der Erhabenheit durch Musik. Sie machen Musik,
also wenn Sie, wir hören Sie jetzt gleich nochmal und wir werden auch mal testen, wie sehr wir in die Erhabenheit kommen. Wir haben ein kleines Hilfsmittel, um uns gleich dabei zum Schweben zu bringen oder andere Dinge zum Schweben zu bringen. Das werden Sie gleich sehen. Wie sehr ist für Sie das Musikmachen, und Sie machen es ja auch mit einem anderen Pastor zusammen, etwas, was göttlich erhaben, siebter Himmel ist? Also Musik kann was Ekstatisches haben. Also meine Hauptmusik ist Free Jazz, das ist Hardcore. Free Jazz. Mhm. Die meisten Leute können es schlecht hören, aber man kann es wunderbar spielen. Wir machen sozusagen was sehr viel Organisierteres. Also es hat für mich was Animierendes, was oft was Ekstatisches, auch was Ordnendes, was Tröstendes bei bestimmten Liedern. Aber ich vermische das nicht mit Theologie. Okay. Aber wir würden Sie jetzt gerne auch ganz untheologisch, ganz weltlich noch einmal hören mit dem Titel Revelation. Ja. Passt dazu. Und wenn Sie alle jetzt vielleicht uns ein wenig beim Schweben helfen würden, ich gebe mal hier nach rechts. Es sind ganz ordinäre, wie sagt man, Seifenblasen. Aber wenn Sie richtig Gas geben, und wir waren ja eben schon beim Gas geben, ich meine, ich weiß auch nicht, wie hoch so eine Seifenblase schwimmen kann, ob wir Richtung All das schaffen, aber zumindest ein kleines Stückchen. Und wir warten jetzt, bis die Dosen verteilt sind. Ich gebe mal hier schon mal in die ersten Reihen, und von den Seiten kommen jetzt hinten auch überall Möglichkeiten, dass wir gemeinsam vielleicht diesen Raum ein wenig zum Schweben bringen. Ich gebe einfach mal den Karton durch in die nächsten Reihen. Das ist alles versorgt. Gibt es irgendwo noch Bedürftige? Schwebebedürftige? So. Seid ihr soweit? Sind alle soweit? Auf die Plätze, fertig und blow! Thank you.
Gutmann, Herr Stürmer von der Kulturkirche Altona. Herzlichen Dank, dass Sie uns musikalisch zum Schweben gebracht haben, Sie alle uns in unterschiedlichen Richtungen, Richtung Himmel katapultiert haben. Und vielen Dank, dass Sie wirklich bei diesen doch über 30 Grad in diesem Raum durchgehalten haben und mit uns geschwebt sind. Es gibt für alle jetzt noch die Möglichkeit, sich mit einem Eiswürfel hier abzukühlen und natürlich auch an der Bar. Wir danken ganz herzlich nochmal Tomasa Cacciapotti, dass er diesmal dabei war, und Sie erleben ihn. Sie können ihn ab Juli im Hamburger Jedermann erleben in der Speicherstadt. Außerdem herzlichen Dank an Vivian Winkelmann von unserem Team, Heike Kleen, die beiden Damen, die das Ganze im Hintergrund zusammenhalten, genauso wie Christian Mattheis. Herzlichen Dank an das Team von Tide TV. Es gibt diese Sendung wieder zu sehen am 3.7. Ausstrahlung, am 2.7. um 22 Uhr, Wiederholung 3.7. 14 Uhr. Und die YouTube-Veröffentlichung, und das wissen wir in Zeiten von Technik, ist viel wichtiger als alles andere, ist am 5.7.2016. Außerdem ganz, ganz herzlichen Dank an das Technikteam und an das Team vom Thalia Theater, bei denen wir hier zu Gast sind und die uns wirklich immer großartig empfangen und uns großartig begleiten. Herzlichen Dank auch an das Team von der Bar, auch dieses Mal wieder hervorragend. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am 7. September zum Thema Arsch. Es ist nun mal das zweite Wort in unserer Trilogie Himmel, Arsch und Zwirn. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sky Dumont hat übrigens vorhin gesagt, warum habt ihr mich eigentlich nicht zu dieser Folge eingeladen, aber das haben wir jetzt nicht thematisiert. Wenn es jemanden gibt, wo Sie sagen, das ist die optimale Besetzung, der optimale Gast für euch zu diesem Thema, schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Herzlichen Dank.